es ist fantastisches Wetter, Freunde. Wir sind hier am Kölner Rhein, natürlich nicht auf Schelsig, sondern auf der richtigen Seite, mit dabei hier in der Henkes Corner. Ich freue mich unfassbar doll, dass er endlich die Zeit gefunden hat. Spaß, es hat direkt gepasst. Dominik Reetzmann ist am Start. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ja, buongiorno, liebe Amigos. Ich freue mich auch sehr. Ich wurde erst heute gefragt, beziehungsweise für diese heutige Folge. Mhm. Ich will nicht, dass du mich das so darstellst, würde ich mich so rar machen. Ich habe direkt gemacht. Zugesagt. Ich habe einen Scherz gemacht und ich weiß ja auch, dass du durchaus immer bereit bist für solche Schweinereien. Gerade wenn es um meinen guten Freund Henkenbergen geht. Ja, Arbeitskollegen, ich würde sagen, für meinen Arbeitskollegen. Entfernter Bekannter. Ja. Je nachdem, wie die Folge heute abläuft, würde ich dann das nochmal vielleicht revidieren mit dem, dass ich es gerne mache. Vielleicht auch mal neu umstrukturieren, was so deine Freundschaftssachen angeht. Richtig. Da wird ja Kontakt weit abgebrochen. Rätsel, wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Rätsel, seit wann kennen wir uns? Boah, also wir machen den Podcast, also wir haben ja auch einen kleinen Podcast. Startet jetzt auch wieder. Richtig. Heute wieder gestartet, wo wir aufnehmen, heute ist Montag, die Folge kommt am Dienstag raus, die hier. Oh! Ja, also so frisch? Morgen kommt sie raus. Holy shit, das ist ja crazy. Ja. Genau, Kaffee Allmann heißt der, checkt den gerne ab. Den machen wir seit Dezember 2018. So, das heißt, wir müssen uns mindestens so lange kennen. Dezember 2018? Ja, doch, kommt hin. Ja, 5 Jahre werden es dann im Winter. Ja. Ich weiß gar nicht, wir haben uns, glaube ich, das erste Mal halt, also auf jeden Fall über Kevin. Ich meine, es war ein Pokerstream. War das ein Pokerstream? War das nicht irgendwie so ein PUBG? Ich meine, es war die Twitch Poker Night 2. Ja, also davor haben wir auf jeden Fall schon geschnackt. Ja. So. Aber in real gesehen haben wir uns das erste Mal zur zweiten Twitch Poker Night. Ja, okay, ich check. So richtig kennengelernt. Ja. Ja, ja. Ist krass her. Also 2017, 2018 irgendwann. Ich weiß doch ganz genau, da habt ihr mich nämlich vom Bahnhof Königs Wusterhausen abgeholt. Ja. Und, ich weiß gar nicht mehr. Und das war noch, war zu einer relativ frischen Zeit, wo wir alle noch irgendwie so zum ersten Mal irgendwie so Leute aus dem Internet so getroffen haben. Das war eine kranke Zeit, Mann. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe mir dich ganz anders vorgestellt. So. Und war total, ich fand es total absurd, dich dann so zu sehen. Aber wie hast du dir mich vorgestellt? War es ein richtiger Satz? Ja. Also wie dachtest du, also was hat dich überrascht? Ich kann das gar nicht mal so genau sagen. Ich kann es gar nicht mehr, aber ich habe mir. Das ist so holy aber man shit hat sich ist das auf jeden hässlich, Fall Bro. Anders vorgestellt. So. Ja. Ganz, ganz anders. Ja, aber hey, aber hast du mich nicht nochmal gesehen gehabt irgendwo? Ich glaube, mein einziges Referenzbild war dieses eine Bild, wo du mit Flex in der Stuttgarter Rebel Lounge warst. Ja. Wo du da so sitzt ja, und du ziehst ja. so eine Schnute und hast auch noch so einen gediegenen Nerd-Schnauzer. Oh Mann, ey, das katapultiert mich in so alte Zeiten. Ja, ja. Da weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, da kam auf jeden Fall gerade aus irgendeinem Urlaub zurück, ich mit meiner damaligen Ex-Freundin. Liebe Grüße. Alle Kenner werden es wissen, als die toxische 6,5-Jahre-Beziehung. Ja. Und da hat sie mich so ein bisschen gegaslightet, dass ich den Schnurrbart stehen lasse, obwohl ich ihn selber übelst hässlich fand. Die hat gesagt, du sollst ihn stehen lassen? Ja, das eigentlich ist andersrum, ne? Wie kommst du denn aber das war selten. Sie meinte, ich wollte so alles abrasieren und die meinte, nee, der Schnurrbart ist voll nice, lass den mal stehen. Das bist du. Der Schnurrbart bist du. Ja, ich glaube, heutzutage könnte ich den vielleicht auch nochmal anders rocken, aber das damals waren halt so ein paar gut gemeinte Härchen, die da gewachsen sind. Da wurde ich ein bisschen gefickt davon, muss ich sagen. Ich finde, so wie der Bart jetzt ist, so steht er am besten. Ist auch, weil das Schlaue ist auch immer, es überdeckt natürlich auch mal das Doppelkinn. Welches Doppelkinn? Ja? Nee, doch, also so Vollbart, da bin ich auch froh, dass der mal ein bisschen dichter wird und so. Ja. Weil, keine Ahnung, manche Männer sind ja da erst so, also ich meine, genetisch kriegen manche gar keinen Bart, gibt's auch. So. Gar keinen richtigen. Oder... Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier so angeguckt werde, ehrlich gesagt. Nee, bei mir ist es bei dir geht's gerade ein bisschen... Shorty, bei dir ist... Oder rasierst du? Shorty hat einen Gringo. Wenig. Also bei mir nur so und hier kommt gar nichts. Ja, okay. Er sagt bei sich nur so ein bisschen, aber sonst gar nicht. Vielleicht blende ich jetzt gleich noch ein Bild ein, wie Shorty gerade aussieht. Shorty hat eine neue Brille, sieht sehr, sehr gut aus. Ja, das ist mir auch aufgefallen heute. Oder? Doch. Ich finde auch, Männer sollten anderen Männern mehr Komplimente machen, Bro. Du siehst einfach geil aus, Rezwan. Du auch. Ich mag deine Tattoos. Ich mag deine Tattoos. Weil ich weiß, wer sie gemacht hat. Da bräuchst du mal wieder mal Neues, oder? Ja, boah, ich weiß nicht, Mann. Ich hab das... Das ist jetzt so... Wir haben... Also, das sind hier, wenn man die irgendwo draufkriegt. Dieses, oder Henke blendet ein Bild einfach ins oder so. Ein Bild ein, richtig, ja. Muss richtig ackern, diese Folge. Ja, weil das ist gerade toll, weil die Folge morgen raus muss.
das war damals so ein geiler Vibe. Wir waren da alle, wir waren alle in Stuttgart. Ich weiß auch noch, Wieland war auch da. Ja. Erste Male, wo ich den überhaupt so richtig mal gesehen habe. Und dann waren das diese 2-3 Tage, wo diese Tattoo-Streams war. Und dann war das einfach eine Geilheit. Ja. Jetzt gerade... Bist du nicht auf einem Tattoo-Trip? Oh, ich weiß nicht, Bro. Jetzt, das ist jetzt so, ich habe das jetzt schon zu, ich habe jetzt zu lange gewartet mit dem nächsten, okay, dass ich jetzt wieder in die Verkopfungsphase komme. Ah, weißt du? Wo verstehe. Man jetzt sagt, oh mein Gott, das nächste muss ja jetzt wieder voll die Bedeutung haben. Aber, so wie vor dem ersten. Aber die, die du jetzt hast, gefallen dir noch. Übelst geil. Ja, dann ist geil. 100%. Dann ist perfekt, dann ist perfekt. Ja. Ich hätte gerade die Sorge, weil jetzt ist es da. Nee, das ist jetzt nur, wie ich vor meinem ersten Tattoo war. Ich meine, wahrscheinlich, okay, viele von den Hörern kennen das wahrscheinlich, ja, dass man so sagt, ich würde vom Grundsatz her das schon geil finden, ein Tattoo zu haben, ja, aber was mache ich mir als erstes? Oh mein Gott, mache ich mir irgendwas mit meinem Geburtsmonat, mit dem Sternzeichen, irgendwas mit meinem Namen, also meine verstorbene Oma irgendwie, Todesdatum. Das haben so manche mehr, manche weniger. Also ich hatte das, gut, vielleicht eher so die verkopften Menschen unter euch, aber ich hatte das ultra krass, dass ich dachte, das muss so eine tiefe Bedeutung irgendwie haben. Ja, verstehe ich. Und dann waren wir eben dort und es war so ein geiler Vibe und ich habe so mit Nico gelabert, dem Tätowierer. Also Nico. Ja, genau. Ja, klar. Oh mein Gott. Das wär jetzt das gewesen. Nee, Nico, natürlich. Der fragt doch immer nach dir. Ja, wirklich? Ja, ja, klar. Jetzt lügst du. Nein, ehrlich, der fragt immer nach dir. Wenn wir uns sehen, wie geht's Rätsmann? Ja? Ja, ja. Das freut mich. Doch, das freut mich. Ja, Nico, komm noch mal rum irgendwie. Oder wir müssen mal noch mal zu dir, dass du noch mal ein bisschen, weil du wolltest hier noch mal nachstechen. Auch den Wanderer. Machen. Müssen, ne, wir machen. Er ist ja jetzt in München gelandet. Ey, dann lass doch einfach da mal irgendwie einen Trip hinmachen, weil München ist eine Stadt, wo ich auch viel zu selten war. Der ist da jedes Mal down für. Du bist doch auch so ein, würdest du so enjoyen, so in so ein Brauhaus und dann so, was es da so zu essen und zu trinken gibt, so? Gut, okay, also, Bier das, fällt das, natürlich das, raus, das, aber... Dass wir da Content machen... Ja, also ich meine, würdest, also enjoyst du so Food, so dieses typische so, ah gut, ich meine Schnitzel oder so Haxe oder... So würde ich machen, ja. Ja? Ich hätte, guck mal, die Sache ist, ich mag ja München von der Architektur sehr gerne, nur du kannst jetzt nicht, also ich muss sagen, von allen Metropolen, die wir in Deutschland haben, kannst du München am wenigsten machen, habe ich das Gefühl. Oh, am wenigsten machen? Ja. Also, jetzt so als Normalsterblicher. Ah, weil alles so auf Gästeliste und auf wer kennt wen und alles so ist, meinst du? Alles auf Gästeliste und alles auf sehr viel Geld, habe ich das Gefühl, bei München. Ja, okay, check ich. Aber ich habe halt selber da nie gelebt, aber ich stelle es mir auch so vor. Als ja. Das letzte Mal in München war, da waren so ab 20 Uhr schon die Bordsteine hochgeklappt, da hat auch kein Kiosk mehr auf und so. Da habe ich mich schon gewundert. Ich glaube, da schlägt halt so ein bisschen dieser Süddeutschland-Faktor rein. Weil Ich fand, das war in Stuttgart auch immer, also jetzt nicht ganz so doll, aber auch, da, du merkst, das ist eine große Stadt, da leben richtig viele Leute, auch viele junge Leute. Voll, voll. Aber trotzdem hat so eine Gemütlichkeit, dass man sagt, wir machen auch mal irgendwie jeden Trend, den es gerade gibt, machen wir mal so 5 Jahre später. Ja, aber ich war der Ansicht, dass Stuttgart trotzdem da noch besser aufgestellt ist. Ich glaube auch. So, ich glaube auch. Also München war ich irgendwie so... Ey, die Bayern sind ein bisschen krass. Ja. Die sind dann wirklich, ja, die sagen dann halt so, jetzt ist... Und wenn du da, also ich glaube, es gibt kein schlechteres Bundesland, um sonntags mal irgendwie noch schnell einen Hammer, einen Nagel in die Wand zu hämmern, als in Bayern. Weißt du so? Der heilige Sonntag. Ja, ja, ich will ich tatsächlich, ja, safe. Bestimmt. Digga, hier juckt das kein Mensch. Nee. Außer du wohnst irgendwo, wo halt so Family ja, sind ich oder glaube, sowas. Ich glaube so... Eine gewisse Schnittmenge hast du im Wohnblock sowieso schon mal immer. Wie meinst du? Also du hast immer einen, der sich beschwert. Oh, guck mal hier, das Getier. Wow. Das müsste durch die Kamera geflogen sein. Sehr schön. Die Flora und Fauna. Nee, aber das ist, ich gehe von aus, dass du das hier in Köln auch hast. Aber ich bin jetzt auch keiner, der es jetzt unbedingt so beschreit, weißt du? Also ich lasse es nicht drauf ankommen. Oder bist du einer, der es drauf ankommen lässt? Mit den Nachbarn? Ja. Ja, gut, da haben wir letztes gemeinsam eine kleine Geschichte erlebt. Ja. Ja, also das Ding ist, an sich bin ich da schon, versuche ich mich da schon gut zu stellen, weil gerade als Streamer musst du wirklich gutes Karma sammeln, so gut wie es geht. Ja, ist auch so. Weil wenn du dann halt in der Bude immer rumschreist und noch irgendwie nachts noch rumschreist, zum Glück bei mir hört man wirklich die von drüber und drunter gar nicht. Gott sei Dank. Ich glaube, wenn man als Streamer in so einem Altbau lebt, wo du dann wirklich, also wirklich, ich habe so Horrorgeschichten, das wäre für mich persönlich, wäre das der Horror, wenn ich irgendwo lebe und ich höre von meinem Nachbar von oben drüber morgens den Wecker. Oh, es gab Leute, die meinten, das war das. Ich habe sogar eine Wohnung hier mal angeschaut, bevor ich jetzt in meine dann letztendlich rein bin. Ja. Da meinte die, ja, also man hört halt schon die Leute von oben und unten, wenn die telefonieren zum Beispiel, hört man schon. Dann dachte ich, Digga, wie lebt, also jetzt no front, ich glaube,
Wohnungen sind teuer und man nimmt, was man kriegt, aber, ja, klar, aber wie lebt man da drin, Bro? Ja. Bei jedem Geräusch, bei allem, das ist ja völlig, völlig krank, Alter. Das ist bei mir auch sehr entspannt. Da muss ich auch sagen, ich wohne auch im Dachgeschoss, ne? Ich habe nur unter mir Leute. Du hast unter dir, ja. Ja, und es ist ja auch jetzt kein Altbau bei dir, oder? Nee. Ist so ein typisches 80er Jahre. Nee. Das wurde gebaut oder fertig gebaut Ende der 2000er. Ja? Ja. Okay. Also irgendwie zwischen 2006 und 2010 wurde es fertig gemacht. Okay, gut, das ist ja noch entspannter. Ja, und das ist auch das Einzige, was mich nervt, ist halt, dass ich keinen Fahrstuhl habe, aber die Treppen sind trotzdem relativ entspannt. Nicht, weil das Schlimmste waren die Treppen in Stuttgart, du erinnerst dich. Oh mein Gott, ja. Alter. In welchem Stock warst du da gewohnt? Das im sechsten? Nee, jetzt bist du, warte mal, müsste vierter oder fünfter? Nee, das war fünfter. Höher. Fünfter. Fünfter kann sein. Ich glaub, fünfter. Aber fünfter Altbau. Fünfter Altbau, das waren so undankbare Treppen, so, die waren so halb hoch. Ja. Dass du eigentlich, war ich dann irgendwann so trainiert darauf, dass ich mal jede zweite genommen habe und ich bin hochgerannt. Also quasi. Das ist krass, Bro. Bis ich dann, also da habe ich auch gelitten. Im Hochsturm habe ich gelitten. Aber ist Loki eigentlich auch gutes Workout, oder? Ja, hat sich da aber nicht gut abgezeichnet bei mir, großartig. nee, aber das war scheiße. Und das wollte ich dann auch nie wieder. Da habe ich mir eigentlich auch gesagt, ey, die nächste Wohnung muss safe einen Aufzug haben. Hatte ich dann in der jetzt auch wieder nicht. Aber die Treppen sind deutlich entspannter. Ja, ist halt einfach von normalen Menschen gebaut, ja? Ja, ja, und das ist jetzt auch, ich glaube dann, ich wohne jetzt im. Jetzt ist auch vierter Stock. Ja, ja, aber das Ding ist, Bro, da, wo du in Stuttgart warst, das war halt Altbau. Ja. Und die Stockwerke waren halt viel höher. Da müsst ihr euch überlegen. Die Decken deutlich höher. Ja, genau. Ihr müsst euch ja denken, wenn ihr jetzt Decken habt von 260 oder sowas, dann ist ja auch das ganze Geschoss, was du die Treppe laufen musst, auch halt viel höher. Ja. Das heißt, ein vierter Stock dort ist viel höher als ein vierter Stock dort zum Beispiel. Auch zum Beispiel bei unserem Freund Fabi oder Flex in Berlin. Oh mein Gott, das ist genauso undankbar. Der wohnt ja auch Altbau noch höher, glaube ich. Der wohnt, glaube ich, sechs Etagen oder so. Das war das Undankbarste überhaupt. Und da schleppst du dich hoch wirklich wie so ein Hurensohn, vor allem wenn du nicht so trainiert bist. kommst du oben an und schnappst nach Luft. Genauso Novas Wohnung, wo sie jetzt ausgezogen ist. Und kurz bevor sie ausgezogen ist, irgendwie einen Monat vorher, haben sie ja angefangen, den Fahrstuhl zu sanieren. Ach stimmt, ja. Ey, das war zum fünften. Hä, haben die dann Umzug Stock gemacht ohne Fahrstuhl? Ja, ja. Die hat aber Umzugsunternehmen gehabt. Ja, aber die armen Schweine. Die armen Schweine, ehrlich. Ach du Scheiße. Und dann fünfter Stock nach oben, den Weg. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag bist du hochgekraxelt. Digga, ist das scheiße. Es war Katastrophe. Ja, ich ziehe wirklich einfach nur ein, wo es einen Fahrstuhl gibt, Freunde. Ja. Also das ist wirklich einfach die Devise. Vorher ziehe ich wieder zu meinen Eltern, ja, bevor ich hier irgendwo anders reingehe. Check nee, aber das ist mega wichtig, dass man sich mit seinen Nachbarn gut stellt. Mhm. Ich habe mir bis jetzt drei Fauxpas erlaubt. Das erste war direkt nach dem Einzug irgendwie so. War das gemacht? Da habe ich. Das war halt so, ich war so voll im Arbeitsfieber, weißt du so? Im Sinne von umziehen oder im Sinne von. Ja, jetzt im Sinne, es muss fertig werden. Ach weißt so, du okay, so? Check, so, ja, so verstehe, Umzug, verstehe, es muss fertig werden, weil ich hatte ja noch parallel quasi die neue Wohnung schon und noch das Zimmer im Robhaus. Das Robhaus gab es dann noch bis da und da, das war so parallel. Ich habe voll vergessen, dass du noch diesen Zwischenstopp hattest, stimmt? Ja, so voll geil, halbes Jahr oder so. Ja. Eigentlich wäre es ein Jahr gewesen, aber wir sind dann ja früher raus. Deswegen, das kam alles ein bisschen plötzlich. Ey, Bro, Rob hatte ja dann sein Haus da gefunden und genau. Dann mussten wir natürlich auch alle flott raus, weil sonst muss er Doppelmiete zahlen. Ja. Oder wir anderen müssen den Teil mitbezahlen und das Haus, kannst du dir vorstellen, Alter, das war nicht billig. Boah, das Robhaus war aber legendär, Alter. Ja. Denk mal gerne dran zurück. Ich vermisse das so krass, muss ich ehrlich sagen. Auch in so einer Art von WG zu wohnen, wo du halt so ein ganzes Haus hast und ein bisschen deine Ruhe halt auch haben kannst. Auch mit der geilen Küche zum Beispiel und so. Ultra. Das war wirklich übelst nice. Digga, hier ist einfach ein Hund auf einmal. Ein Hund. Moin. Ach, der ist aber schön. Der geht hier auch wirklich, den juckt auch gar nicht, ne? Der geht einfach durch. Okay. Geil. Feines Tier. Ja, Mann, das war richtig, richtig geil. Mhm. Aber nicht so geil war halt die Umzugszeit, weil ja. Ich hatte das beides parallel. Oh gut, eigentlich ist das ja, ein Luxus. Ja, noch diesen Flohmarkt gemacht, oder nicht? Ja, dann gab es noch Flohmarkt im Haus, da habe ich die Hälfte habe ich einfach billig einen Tag vorher durch, habe die mir eingesteckt einfach. Ich weiß gar nicht, ob das jemand wusste überhaupt vom Haus, jetzt wisst ihr es, liebe Grüße. Geil. Wirklich, meine halbe Küchenausstattung ist vom Robhaus geklaut quasi. Ach, ehrlich? Ja. Oh mein Und Gott. Das Geile ist, bei diesem Flohmarkt hat
Hat, weil irgendwann war ich so unten in der Wohnung und wollte mir so einen Proteinshake machen. Ja. Und ich denke mir so, wo ist denn mein scheiß Shaker, Alter? Das gibt's doch nicht. Wo ist mein Shaker? Überall gesucht, nicht gefunden, allen geschrieben und so. Und dann irgendwann meinte Philippe, ey, ich glaube, ich habe Falco damit gesehen heute Morgen. Da ich so, okay. Und dann war Falco den ganzen Tag schon am Wursteln, Sachen in die Garage zu bringen für den Flohmarkt. Dann gehe ich in die Garage, dann hat Falco meinen ESN-Shaker genommen, hat den zu den Flohmarkt-Sachen dazu gestellt, aber hat nur den unteren Teil des Shakers und den Deckel, also diesen großen Deckel, ja, aber ohne den Deckel von diesem Trinkloch. Weißt du, wie ich meine? Es gibt doch immer noch diesen Trinklochdeckel. Also war es quasi so eine Art Schnabeltasse am Ende. Er hat einfach den halben Shaker hingestellt, der Deckel lag noch drin. Oh mein Gott. Und wollte den verschämen, andere Falco. Das habe ich nicht vergessen, ja. Bin ich immer noch sauer. Ja, aber genau, also, sorry, wir schweifen übelst ab. Wir schweifen total ab, aber ist nicht schlimm. Also, das ist ja der Rahmen von der Corner. Ich geh dann in die neue Wohnung rein und dachte so, boah, ey, jetzt war es irgendwie so... Was war's, Bro? So 21 Uhr. Dann dachte ich, okay, es ist ja noch nicht 22 Uhr. Ich darf ja theoretisch noch was machen. Ja. Ne? Aber ich wollte natürlich jetzt auch nicht direkt mit den neuen Nachbarn mir hier so verscherzen und so. Aber ich musste noch, was musste ich machen? Ich glaube, ich musste noch ein paar Dübel in die Wand hauen. Aha. Dass ich irgendwie, wollte ich noch was aufhängen oder ich weiß nicht genau. Irgendwie war das noch so, ey, wenn ich das jetzt heute noch schaffe, richtig geil, kann ich am nächsten Tag direkt weitermachen, so und so loslegen. Also du wolltest dir eine Basis nochmal für den nächsten Tag schaffen. Damit das ja, einfach das nochmal wegarbeiten, weißt du? Ja, man ist so im Modus, wo man sagt, ey, alles muss jetzt irgendwie schnell passieren. Verstehe ich. Und dann habe ich das halt so ein bisschen reingehämmert, sag ich mal. Und dann 10 Minuten später klingelt's an der Tür, steht eine Frau da, also anscheinend eine Nachbarin von mir. Und dann hat sich rausgestellt, das ist die von unten drunter, mit einer Flasche Wein. Aber... dachte ich so, Und erster Blick. Will die mich jetzt klar machen? Ja, vielleicht hat die einfach nur... Braucht die 50 oder so. Okay, egal, ja, man weiß nie, ja klar. Ja, klar. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass sie das Klopfen schon sehr gestört hat. Ja. Ja, ahoi. Guck mal hier. An unsere Fellow-Matrosen hier. Was ist das hier? Das ist ein Frachtdampfer. Das ist ein Gastanker, ne? Gastanker, stimmt. Oder Benzin. Das ist eine fahrende Kläranlage. Benzin. Das ist ja verrückt. Schreibt mal in die Kommentare, Freunde, was das für ein Schiff was ist. Was haben wir hier für ein Schiff? Erklärt's uns. Ja. Lin 2.2 steht da drauf. Also wahrscheinlich gibt es auch so eine Webseite, wo du so Schiffe tracken kannst, wie so bei Flugzeugen auch. Guck mal, da schmeißen die Benzin raus da hinten. Hey! Na, so sind sie, die Kölner. Schmeißen die hier Benzin hin rein, muss, oder was? Muss ein Duisburger sein. Oder das ist ein Klärschiff. Aber Schweizer Flagge, hä? Ja, ja. Ja, die Schweizer sind wieder unserem Vergiften, hä? Chemtrails. Ja, da haben wir es mal wieder. Auf jeden Fall steht die da und du hast gemerkt, die weiß jetzt nicht so richtig, wie die es jetzt sagen soll, aber es hat sie turbo abgefuckt, dass ich da geklopft habe. Ja. Und dann meinte sie so ein bisschen, ja, also mit dem Klopfen ist es jetzt so, dass... Also ich wohne direkt drunter und da ist mein Schlafzimmer und ich bin gerade von 3 Wochen, weil die ist irgendwie Opernsängerin, ich bin gerade von 3 Wochen irgendwie Tournee zurück und habe ein bisschen Kopfschmerzen und so, wie lange wird es noch dauern und so. Die wollte es einfach nicht so richtig, weißt du so. Voll nett noch. So. Ja, sie hat so voll versucht und dann meinte ich so, oh sorry, ich wusste nicht, dass man so laut hört und so und ich bin jetzt fertig, ich klopfe noch ein. Ich glaube eigentlich noch eine Sache reinklopfen und dann höre ich auf. Dann war sie, ja, okay, alles gut. Hat sie mir den Wein gegeben und hat gesagt, ey, wir haben hier so eine WhatsApp-Gruppe im Haus, da lade ich dich direkt mal ein. Also das war eigentlich ganz okay. Auch mausig aber. Ja, es war mausig und ja. Ich bin mit ihr jetzt auch auf einem guten Fuß. Aber das war so das Erste, wo ich kurz dachte, oh, da habe ich es mir jetzt direkt verschissen. Sagt jetzt zu den anderen Leuten so, ey, der ist jetzt so ein Hurensohn eingezogen. Da, weißt du so. Aber alles gut. Und dann halt zweimal so Geschichten, wo wir unter der Woche auf dem Balkon saßen, so wie auf so eine Art Innen. Ne, ist nicht so ein richtiger Innenhof, aber so ein bisschen. Und halt so, sag ich mal, auch nach 22 Uhr. Angeregte Gespräche. Genau, vielleicht noch ein bisschen angeregt uns unterhalten haben. Ja. Und wo dann halt vielleicht der ein oder andere Uli jetzt nicht mit offenem Fenster, also der hat uns vielleicht ein bisschen gehört. Da gab es vielleicht schon den ein oder anderen Schreier von irgendwelchen Stockwerken, die es nicht so enjoyed haben. Aber, Ruhe bitte! Aber die haben bis jetzt noch nicht rausgefunden, wer ich bin und in welchem Haus ich wohne. Ja, deswegen, also, ich bin noch anonym. Dreimal auf Holz geklopft. Mensch, Rietzmann. Oh, nee. Jetzt kipp ich auch noch den Benzin aus hier. <oder? lacht> Da ist Spiritus drin. Mhm. So, damit er den Tag hier aushält. Ja, aber das ist jetzt deine aktuelle. Wie lange bist du jetzt in der Wohnung eigentlich schon? Ich glaube, wir sind zur selben Zeit in unsere Wohnung eingezogen, oder? Zur relativ selben Zeit. Nee, du bist ein bisschen nach mir. Ja, also aber wenig. Ich glaube, 1-2 Wochen.
also warte mal, ich bin in der Wohnung jetzt seit April 22. Ja, absolut Bullshit. Ich war viel später. Nee, Kevin und ich sind gleichzeitig in unsere Wohnung. Ja, das kann sein. Ja. Nee, stimmt. Ich hatte nämlich noch damals, weiß ich noch, mit meiner Ex-Freundin waren wir ja noch bei dir in der Wohnung. Weiß ich sogar noch. Ja? Ja, ja. Also in der jetzigen? Ja. Da hast du die gerade frisch gekriegt. Ah, da haben wir so einen Ausflug gemacht mal. Da kam ich gerade nach Köln. Ah. Oh, meine Freundin war da gerade zu Besuch. Ich glaube, so war das circa. Ey, was müssen die Leute denken, die hier vorbeilaufen die ganze Zeit? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist relativ egal. Ich glaube, die denken sich so, Digga, hier, also wirklich, warum bin ich nach Köln gezogen, diese ganzen Medienarschlöcher hier? Vorhin war ein Herr, der hat sich dadurch gesehen, der hat sich nochmal umgedreht und hat eigentlich fröhlich geguckt. Ja? Der war sehr interessiert. Vielleicht war er ein Dominik Reetzmann-Kondisseur. Das war ein Fan. Ja, das war ein Shorty-Fan. Das meinst du, das war ein Shorty-Fan? Ja, der holy shit, das ist Shorty aus dem Experian, Bro. Holy fuck. Hat sich nicht getraut, nach Autogramm zu fragen. Ja, ey, wohnungstechnisch gibt es auch eine Sache, die du das noch nicht weißt, weil ich jetzt vielleicht nochmal umziehe. Doch, ich weiß das. Von? Weil ich dabei war. Mit Nova. Stimmt, du warst ja in der Shisha-Bar dabei. Ja, ich war dabei. Ja, es gab so einen Shisha-Bar-Abend, da hab ich... Der war aber geil da. Der war sehr, sehr geil. Es war dann irgendwie sehr warm da auf der Ecke. Ja, es war weil kein... die Lüftung hat nicht funktioniert. Es war kein Sauerstoff da. Ja. Das war ein großes Problem, ja, wenn wir hätten länger überleben wollen dort auf diesen Sitzen. Aber an sich war das ganz cool. Ich war davor noch mit Julia noch essen in ein Sterne-Restaurant. Oh. Haben wir uns sehr gut ein... Bei La Société kann ich euch echt nur empfehlen. Wie heißt es? La Société. Ist das französisch? Ja. Ah, ja. Also die Küche ist französisch, modern aber. Ja. Also ich habe unfassbar gut gegessen. Ich würde auf jeden Fall sagen, also Platz 2 der besten Restaurants. Alter, jetzt geht ein Saxophon solo denn los. Holy shit. Bro, wo sind wir hier gelandet? Das ist geil. Er kommt doch von der Schelsig, war wieder klar. Nee, das kam von hier. Nein, nee. Das war von da? Dann ist es hier, wieder Gehalt. Ey, Rätsel, du darfst übrigens irgendwie einen Rettungswagen. Ja, ich muss meine Fledermaus-Szene aktivieren. Nee, das kann ich euch empfehlen, wenn ihr irgendwie mal was Besonderes sucht und sagt, irgendwie, ich will meiner Alten immer irgendwas schenken oder so. Und also, sagen, halt, das ist mehr Erlebnis als Essen. Oder Essen als Erlebnis? Beides. Also, du bist auf jeden Fall auch satt danach, so, das ist das Ding. Oh, das ist gut dann, aber das ist immer die Gefahr bei so, ich sag mal, Sterne-Sachen. Weiß ich nicht, Bro, ich bin noch nie hungrig rausgegangen. Ehrlich? Ehrlich, wirklich, ich bin noch nie hungrig rausgegangen. Mein Vater hat mal von sowas irgendwie erzählt. Warst du schon mal in ein Sterne? Nee, aber ich glaube, es ist auch nicht gut, dass ich in sowas reingehe. Ja, okay, gut, du bist so ein Piggy. Ich bin ja Piggy wie so. Eine Piggy-Maus, ja, das stimmt schon. Sorry. Ja, ich hab mir das, weil ich meine, das ist immer so ein bisschen so, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich will das nicht, dass das irgendwie so klingt, als würde man so flexen, weißt du? Wie jemand, der erzählt, wie viele Autos er hat oder irgendwie ach mein so. Gott, das ist ja auch immer unangenehm. Ja. Aber ich spare mir halt zum Beispiel so viel Geld, weil ich gehe eigentlich nie irgendwie feiern. Irgendwie so. Also ich bin jetzt nicht so ein Atze, der jedes Wochenende 200 Scheine lässt für Club oder sowas. Ja, check ich. Und so Geschichten. Aber ab und zu gönne ich mir halt so ein geiles Essen, so ein geiles Restaurant, wo ich mich dann auch wirklich so auf dieses La Société. Da habe ich mich wirklich jetzt ein Jahr lang gefreut, beziehungsweise ein Jahr lang versucht, einen Tisch da zu bekommen. Ach, das ist nicht so lange Vorlauf, oder? Nee. Aber es war halt immer mal wieder, wenn eine Gelegenheit war, habe ich geguckt, die waren immer ausgebucht, Krass. Weißt du, auf den. Und das ist für mich dann halt wirklich so ein Highlight. Klar, ihr könnt euch vorstellen, das kostet halt ein bisschen mehr dann schon. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich gebe halt sonst eigentlich da wenig aus für so Ausgehsachen und dann ist mir das irgendwie wert. Ja, verstehe. Und dann habe ich mir wirklich, also habe ich mir so eine Quest gesetzt, mich hier in Köln durch alle Sterne-Restaurants durchzufressen. Wie viele hast du durch? Tatsächlich. Das war das vierte. Gab es schon eine Enttäuschung? Enttäuschung nicht, aber es gab ein bisschen Überraschung, wobei vielleicht im Nachhinein auch eine positive Überraschung. Es gibt hier ein Restaurant, das heißt Alfredo, das ist ein Italiener. Sagt man sogar was. Der hat aber einen Stern. Ah, wo war das nochmal? Wo ist der? Ey, Digga, ich bin so schlecht mit so Ortsangaben. War das beim Klodwig unten? Nee, das nicht. Der ist aber trotzdem, der ist relativ an so einer befahrenen Straße, ist direkt vorne. Die Sache ist, ich hab safe das Schild schon gesehen. Der hat immer so ein bisschen so Jalousien unten, also von außen sieht man nur so silberne Jalousien und dann steht da so Alfredo in so einer Leucht... Oder ist das Friesenplatz, die Ecke?
Ey, ich kann es doch mal nachreichen, Bro. Ja, oder ich könnte es auch jetzt nachgucken, wenn es dich doll interessiert. Nee, ist auch, kannst du auch auf jeden Fall, das ist halt ein Italiener mit einem Stern. Ich dachte, oh, Stern, italienisch, sehr interessant so. Ja. Dann kamen wir rein und es war halt nicht so, wie man es jetzt kennt, dass es halt ein Menü gab, 5, 7, 10 Gänge oder so. Mhm. Und halt so vorpräpariert und alles so ein bisschen so, sag ich mal, mit so sehr viel Finesse und bla bla. Ja. Sondern es war basically einfach ein Italiener, aber halt in sehr gut. Halt gut gemacht hat. Ja, und eigentlich... Okay, das ist geil. Und, aber das ist, finde ich, eigentlich auch geil, weißt du, wenn du sagst, ey, ich habe gar keinen jetzt Bock heute so viel irgendwie nachzudenken oder so viel zu schmecken, ich will einfach irgendwo hingehen, wo jemand, also die kam dann schon mit so einer Tafel an den Platz und hat gesagt, wir haben heute diese 4 Vorspeisen, diese 4 Hauptspeisen, weil Italiener haben immer 2 Hauptspeisen, diese 4 anderen 2 Hauptspeisen und dann diese Nachtische. Und dann hast du halt da dir was ausgesucht einfach von den Sachen. Und das war natürlich qualitativ, anscheinend, die haben einen Stern, war das einfach mega geil. Das hat mich überrascht. In dem Moment war ich so ein bisschen so, oh, okay, habe ich jetzt anders erwartet. Aber im Nachhinein muss ich sagen, top. Und mein Top 1, ich glaube, das hat gerade noch geöffnet, das schließt aber bald. Also falls ihr wirklich sagt, ich bin kulinarisch super lecker unterwegs, hau ich euch jetzt hier meine Top 1 Empfehlung raus in Köln. Ist auch französisch. Ich würde sagen, französisch zeitgemäß. Le Moissonnier. Heißt das. Ey, krass. Le Moissonnier. Aber hier kriegt ihr die Tipps, Freunde, hier in der Corner. Ich esse einfach so gerne, Bro, no joke. Das ist wirklich, im Notfall nehme ich mir das, also das bringt mich vielleicht irgendwann ins Grab, aber dann ist es so. Ich esse es so dann gerne. Dann soll es auch so sein. Dann soll es wirklich so sein, Bro. Ja. Also ich verreck nicht an Alkohol oder an Koks, Digga, oder an was auch immer. Ich, wenn ich irgendwann an meiner Verfettung verrecke, weil ich einfach zu viel fress, dann soll es wirklich einfach so sein. Dieser Elefant im Raum. Ja, also hoffentlich jetzt dann erst so in so 50 Jahren oder so. Ja. Nee, aber du arbeitest ja auch gegen an. Ja, klar, das auf jeden Fall, Bro. Ist ja auch wichtig, ne, dass man irgendwie sich ein bisschen fit hält. Du hast jetzt auch ordentlich was verloren, ja? Jetzt auch nochmal Zusatzboost-mäßig. Ja. Ne? Thema Kanada. Ich weiß nicht, ob wir das so sagen sollten, wegen so Spoilern und so. Na, aber man sieht ja, dass du schlanker geworden bist. Ja, also man nimmt auf jeden Fall ab, ja. Ja. Man nimmt auf jeden Fall ab. Krass. Von den ganzen. Nee, von den also müssen wir auf das ganze Kanada-Samuels-Writing müssen wir gar nicht eingehen, weil. Nicht, dass du dich da irgendwie verplapperst. Ja, also wäre cool, aber es geht halt nicht. Ja, mehr, ich würde es möglichst ausklammern. Ich würde einfach vorschlagen, dass ich, wenn vielleicht die ersten Folgen raus sind auf YouTube, dass ich vielleicht Kevin und dich nochmal für eine Folge reinhole. Oh ja, das wäre cool. Dass wir nochmal ein kleines 7 vs. Wild Spezial machen. Das wäre krass. Oder? Ja, ja. Oder vielleicht, wenn so ein paar Folgen raus sind, wenn das Ende schon bekannt ist. Also wenn wir halt so reden können, ohne noch was zu spoilern irgendwie. Ja. Dass wir dann, ja, das finde ich geil. Dass wir nochmal einen kleinen Abschluss machen. So ein bisschen die Dirty Secrets behind the scenes. So, ich glaube, das finde ich cool. Dass wir dann nochmal so den kompletten Ablauf durchgehen. Hätte ich Lust drauf. Vielleicht auf ein kleines 7 vs. Wild Spezial. Machen wir. Ich Oder? Bin dabei. Gibst du die Hand drauf? Jetzt schon Zusage. So, Kevin muss sich dann fügen. Ja, ist dann demokratisch. Es sind 3 Parteien. Ich habe zwei sind der Meinung, dass es gemacht werden muss, deswegen ist Kevin automatisch mit dabei. Aber as usual wird Kevin in der Dreierkonstellation der Schwachpunkt sein, sag ja, ich mal. Ja, es ist grundsätzlich terminlich und zusagentechnisch. Ich sag mal so, ein Team ist nur so stark wie das schwächste Glied und in dem Fall wäre es Kevin. Also ich glaube, es gibt nur eine Person, mit der es schwieriger ist, Termine zu finden, um irgendwas zu drehen zum Beispiel oder so, als mit Kevin. Und das ist Sandra. Sandra von Dick und Doof. Ehrlich? Shoutouts, ja. Ich habe mit Sandra, glaube ich, schreibe ich seit einem Jahr immer wieder in regelmäßigen Abständen, wollte mit ihr schon ein Glühwein-Testvideo machen. Ja. Ich wollte im Winter. Ja, dann, wenn es Sommer ist, wollte ich mit ihr ein Kölsch-Testvideo machen. Geil. Ich wollte mit ihr schon die leckerste Currywurst in Köln finden. Ja. Ja. Und schreib ihr regelmäßig, es verläuft halt immer im Sande leider, weil aber sie ist halt auch... was macht denn Sandra? Ich weiß es nicht, also irgendwie... Sandra, die macht vielleicht auch im Hintergrund so ein paar dubiose Geschäfte. Ja, also sie macht ja eigentlich den Podcast halt. Ja, ja. Und ja, sonst, glaube ich, weiß ich nicht, macht sie natürlich viel Business-Aktionen, die geheim sind oder sowas. Aber vor allem macht sie auch viel Spaß. Ja. Und ich glaube, sie chillt auch. Also sie lässt jetzt ihr Privatleben auch nicht zu kurz kommen. So. Nee, mein Lieblingsmoment war da, als wir wirklich einen Termin gefunden hatten. Ja. Und ich dachte so, Digga, kann es denn wahr sein? Ich habe nicht dran geglaubt. Ist es denn die Möglichkeit? Ja, ich dachte so, nee, das kann nicht sein. Es schlägt das Meteorit ein oder Hochwasser. Ja. Irgendwas muss passieren. Das kann jetzt nicht sein, dass wir das morgen drehen. Ja. Am Abend vorm Dreh schickt sie mir eine, die muss ich eigentlich nochmal raussuchen, schickt sie mir eine WhatsApp-Audio,
wo sie sagt, ey Dominik, sorry wegen dem Dreh morgen, ich pack's leider nicht. Ich bin gerade spontan nach Paris geflogen. So geil. Das ist so geil, aber es ist Bro, aber auch die Bubble. Wer fliegt spontan nach Paris? Aber Alter, es ist auch die Bubble, wo immer so ein Scheiß irgendwie kommt. Ey, also wirklich. Und das war da, also wirklich gar kein böses Blut da. Nee. Ich mag Sandra übelst gerne und wir werden schon irgendwann unseren Termin finden. Aber da habe ich losgelassen. Also als das kam, habe ich mir gesagt, ey, wisst ihr was, ich glaube, dann drehen wir es einfach nicht. Guck mal, beispielsweise, ich plane ja schon lange, ich habe ja Hugo beispielsweise geplant für die Corner. Ach du Scheiße, und Henke. Das wird nochmal eine richtig heikle Folge. Da musst du einen Anwalt drüber schauen lassen. Ja, ich glaube auch. Ja. Aber das ist so geil mit dem zu planen, weil es ist so, ey, man muss sagen, Hugo extrem gut strukturiert. Ja? Ehrlich, ehrlich. Oder er tut nur so. Nee, der ich habe seinen Kalender gesehen und so, der macht richtig Pläne und so. Der ist smart. Besser strukturiert smart. Als ich. Ich sollte da auch mehr machen. Oder? Ist sehr, sehr krass. Und, aber auf der anderen Seite, Hugo braucht das auch. Ja, das ist das Ding. Ja, ja. Hugo muss das machen, sonst geht das komplett vorne, hinten und drüber. Ja, so. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ja Mensch, wie sieht's bei dir aus? Da bin ich im Urlaub mit meiner Mutter. Ich so, okay, ja, alles klar. Ja, wie sieht's denn dann geil. Und dann aus? Bin ich in Japan? Ich so, okay. Ja, okay. Wie sieht's da aus? Gamescom. Ich so, ja, Hugo, ich melde mich dann einfach nochmal so irgendwann. Hugo, ich melde mich aber in einem Jahr. Aber mit Influencern planen ist ja sowieso schon mal spaßig. Das ist auch meistens immer der Grund, weswegen es irgendwelche Lücken gab. Weil ich versuche das möglichst von der Konstellation schon so zu machen oder von der Reihenfolge her so zu machen, dass ich das irgendwie, dass ich die Gäste vom Timing her auch immer passend finde. So, und wo ich die Leute auch gerade am spannendsten finde, mit denen über irgendwas zu quatschen oder die sich gerade in einer spannenden Situation befinden, mit denen dann zu quatschen. Das ist dann gerade aber auch immer die Situation, wo sie am schwersten zu kriegen sind. Ja. So, und das ist dann immer mein Problem. Der Knaller ist... Du bräuchtest einen Booker. Eigentlich ja. Der kann Shorty machen. Auf jeden Fall. auch noch. Auf jeden Fall habe ich auch mit Sandra, pass auf, das war zum Christopher Street Day, jetzt sind wir Sandra zufällig über den Weg gelaufen. Weil wir haben ja hier Pride und so, war ja große Party in Kölle. Ja. Sandra über den Weg gelaufen und Sandra direkt schockiert. Sie hatte glaube ich, Geburtstag Tag vorher oder zwei Tage vorher. Ich Sandra zu Geburtstag gratuliert und sie sagt: Henke, wann komme ich denn in deinen Podcast rein? Und ich sage: Sandra, du? Gar kein Problem, ich schreibe dir. Ja. Ja, mach. Ich sag mal so, ich glaube, wie es ausging, muss ich nicht erklären. Corner mit Sandra ist bis dato noch nicht rausgekommen. Und ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen. Aber liebe Sandra, falls du das irgendwie mal mitbekommst, vielleicht haue ich dir jetzt das als Clip auf TikTok raus. Melde dich doch bitte zurück. Bitte melde dich. Ich habe dir schon zwei Nachrichten bei WhatsApp geschrieben. Hast du keine Antwort bekommen? Nee, noch keine Antwort. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob ich vielleicht nicht die aktuelle Nummer habe. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich kann dir mal schicken oder so. Aber vielleicht habe ich auch nicht die aktuelle. Vielleicht ist das unser Problem, dass wir einfach wirklich irgendjemand anders schreiben die ganze deswegen Zeit. Deswegen ist Sandra so hard to catch. Ja, sie hat immer andere Nummern. Also vielleicht können wir dann ein Kombipaket schnüren, dass wir sagen, weil sie wohnt jetzt auch gar nicht mehr in Köln. Ach echt? Ja, schon lange, so ein halbes Jahr oder so. Ach, krass. Ist public, ja. Hat es im Podcast gesagt. Okay. Manchmal muss man wirklich aufpassen, weil man weiß halt immer viele Sachen auch privat von den Leuten. Und dann labert man es raus, aber man weiß nicht. Dominik ist Jungfrau. Das zum Beispiel sollte nicht public sein. Okay, nein, hast recht, sorry. Dann schnüren wir so ein Kombipaket, Sandra, dann musst du nämlich nur einmal nach Köln kommen, kannst mit Henke den Podcast machen und mit mir das Currywurst-Video. Ja, dann soll sie sich mal so einen Tag frei nehmen. Genau. Für die besten Freunde, Rezmann und Henke. Dann machst du auch mit beim Currywurst-Test. Bist du ein Currywurst-Fan? Nee, tatsächlich nicht. Oh, nee. Aber ich teste. Aber die Pommes kannst du testen. Pommes, ich teste die Pommes. Machst du Pommes? Ich bin der Pommes-Spezi. Ja. Nee, ich bin bei allem, was so Ketchup beinhaltet, bin ich ja schon mal grundsätzlich raus. Wirklich? Ich mag ja sowieso sehr wenig Soßen. Das ist so aber geil. Aber Freunde, ich sage euch eins. Thema Asien. Wir können mal, weißt du, was wir machen können? Die besten Asian-Nudeln in Köln testen. Ja, weil das ist wirklich das Einzige, was du hier isst, auch Henke. Nee, Mann. Aber was ich wirklich sehr gerne esse und wo ich, glaube ich, auch meiner Ansicht nach ein Experte drin bin. Also einfach so klassische die klassische gebrannte Nudelbox, weil ich glaube, das ist so, wie soll man sagen, das ist ja vielleicht schon die Grunddisziplin, ja? Ja, wenn die... Das ist quasi der 400-Meter-Lauf. Ja. Unter den asiatischen Gerichten. Aber es ist auch so,
europäisch. Ja, aber das Ding ist, wenn du irgendwo nach Asien gehst, du wirst niemals so eine Nudelbox finden. Das gibt's da einfach nicht. Guck mal, ich hatte eine Kommilitonin, die chinesische Roots hatte. Okay. Und die hat gesagt, in China gibt es kein Süß-Sauer. Nein? Gibt's nicht. Ja, aber dann verpassen die ja übel was, ey. Wie dumm. Hä? Wow, das ist so geil. So, die erkennen keine Glückskekse und da gibt's auch. Da gibt's hey, auch voll das L, was? Süß-Sauer ist kein Ding. Guck mal, also es würde. Das ist wie der Döner. Ja, aber das würde mich stressen, wenn ich jetzt in der Türkei wäre, respektive beim Döner. Ja. Oder halt als Chinese bei Süß-Sauer oder Glückskeksen, dass ich sag: Warte mal, also meine Fellow-Landsleute sind vor 100 Jahren oder so nach Deutschland gegangen, haben angefangen dort Restaurants aufzumachen, ja, und jetzt haben die auf einmal in Deutschland geileres Essen als ich hier. Die haben Süß-Sauer, Bro, die haben Glückskekse, ein leckerer Keks mit einem Zettel drin. Ich weiß nicht, ob es geiler ist. Es ist, okay, es ist anders. Es ist nicht geiler, weil das ist ja bei denen viel authentischer und ja, wenn du dort lebst, schmeckt dir das ja wahrscheinlich besser. Ja. Aber die sagen, warum kann ich nicht das Süß-Sauer noch on top haben? Noch dazu. Warum nicht? Ja, Bruder, das ist ja einfach nur eine Flasche, die musst du einfach nur kaufen, da hinstellen, ja, sagen, schütt mal auf dein Hähnchen drauf und dann guck mal, was passiert. Eben. Diese typische große Flasche Süß-Sauer mit diesem Logo, wo dieses Hähnchen drauf ist, was so viel zu rot gegradet ist. Nein. Hä? Denke, oh, das ist so eine, oh, fuck. Das musst du auch einblenden. Oder du meinst die Soja. Nein, Bro, das ist richtig Süß-Sauer. Das ist eine Süß-Sauer-Flasche, richtig groß, richtig groß, auf dem Logo ist ein Teller, glaube ich, mit einem Hähnchen drauf. Aber irgendwie hat der Grafiker Koks genommen oder so. Ja. Und die haben einfach bei diesem Farbregler, haben die einfach den ganz auf rot eingestellt. Oh mein Gott. Also das ist alles so mega rot auf diesem Label. Doch, das ist eine richtige Staple. Vielleicht kannst du es mal einblenden oder so. Ja. Oh mein Gott, wir müssen dran denken. Du machst mir so. Du musst die ganze Folge nochmal durchhören. Du machst mir so einen Arsch voll Arbeit. Es ist zum Kotzen. Aber ich liebe dich dafür auch ein bisschen. Ja, ansonsten machen wir irgendwie einen Insta-Begleitpost. Oder irgendwie sowas. Ja, schauen wir mal. Was für wir? Das ist mein Podcast. Ja, also ich mach gar nichts. Das ist, glaube ich, schon so ein automatisches Ding, weil wegen so Kaffee Allmann. Ja, weil wir sonst immer im Kollektiv agieren. Ja, genau. Das heißt, eine ungewöhnliche Konstellation. Das ist normalerweise, eigentlich haben wir nur diese wunderbaren Stunden miteinander. Ja. Im Podcast, an zwei Mikrofonen. Ja. Wenn Niklas immer glücklicherweise nicht konnte zu Kaffee Allmann. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist richtig angenehm. Es war wirklich angenehm. Es ist richtig angenehm. So es ist wirklich angenehm, weil wir uns keine Sorgen drüber machen müssen, ob wir einen Backlash kriegen für die nächste Folge. Spaß. Liebe Grüße. Wir sind ja wieder da. Boah, es ist so schweineheiß. Es heizt sich richtig auf. Wir sitzen hier aber auch beide in dunklen T-Shirts. Ja, und ich hatte keine kurze Hose mehr, die sauber war. Da habe ich mir überlegt, ob ich mit einer dreckigen kommen soll. Da dachte ich, nee, das ist Henkes Corner, bro. What the fuck? Ja. Ich glaube, es ist aber jetzt der letzte Tag, der 30 Grad hat in Köln. Ja? Und dann geht es wieder direkt so auf 12? Dann geht es auf 20. Erstmal wieder eine schlechte... Ich glaube, da bin ich aber in der Minderheit. Ja. Schreibt gerne in die Kommis, wie ihr es seht. Mhm. Ich bin jemand, der den Sommer sehr gern mag. Ich mag den Sommer auch sehr gerne. Ja? Ja. Tatsächlich ja. Seitdem ich nicht mehr so großes Interesse in die ganze Gaming-Sache pflege, bin ich sehr gerne sehr viel draußen. Worüber euch ja auch lautstark lustig gemacht habe, wie ich feststellen musste, dass ich meinen Freunden vorschlage, meine besten Freunde, wie ich ja fast schon sagen würde, Dominik und Kevin, wie ich vorgeschlagen habe, Mensch, hat denn jemand Lust, spazieren zu gehen? Und es wurde sich lautstark darüber belustigt in einer Edeltalk-Folge, in der ihr Maultaschen gekocht habt, um es nochmal zu spezifizieren, dass ich ja immer frage und kein Schwanz antwortet. Ja, das stimmt aber auch. Oder antworten die Leute, die dann privat, nein, oder? Nein. Ich kriege schon Antworten drauf, die aber meistens aussagen, nein, Henke, heute nicht mehr. Dann Henke, es ist 1 Uhr nachts, what the fuck? Das ist immer die gleiche Leier. Ich muss morgen arbeiten. Ja, cringe. Hast du denn kein Leben? Ich habe vor 3 Monaten Schluss gemacht, melde dich nie wieder bei mir. So solche Sachen. Ich will doch einfach nur spazieren. In guter Gesellschaft spazieren gehen. Aber ich sag dir eins, ich habe jetzt 2 Abnehmer gefunden, ja, die für meinen nächtlichen Schabernack Zeit haben. Und damit meine ich jetzt nicht irgendeinen sexuellen Scheiß oder so, aber auch, sondern auch mal spazieren gehen oder mal in Ruhe zusammensitzen, weil ihr habt noch einen anderen guten Take, über den ich nicht traurig war, in der Folge habt ihr erbracht. Und zwar den, dass wir mal einen Stammtisch gründen sollten. Ja. Und ich bin fest überzeugt von dieser Idee.
Das war übrigens meine Idee, möchte ich mal sagen. Ich finde es eine fantastische Idee und ich möchte, dass wir das durchdrücken, Dominik. Ja. Ja, jetzt fängt es wieder so an. Ja, wann macht man es halt, ne? Ja, aber ich weiß halt, wie es enden wird, Bro. Ich weiß, wie es enden wird. Es wird enden, dass keiner kommt. Ja, nee, nein, das muss passieren. Ein Stammtisch einmal die Woche setzen wir uns in irgendeine muchtige Köln-Kneipe und finden einfach mal statt. Ja, auch so eine richtige Kneipe, ne? Ja. Dass wir irgendwann so unseren Tisch da auch haben. Wo so eine Britta hinterm Tresen steht, die einen richtig geilen kölschen Schnack drauf ja. hat. Hör mal, Junge. Basel auf Kölsch oder was? Hör mal, was seid ihr hier wieder, der Stammtisch oder was? Was bist du da für den Driss? Aber welche Abnehmer hast du denn gefunden, welche zwei für deine nächtlichen Schabernecker? Olivia. Ja? Und Bouget. Olivia und Bouget, die haben immer Zeit für mich. Ja? Ja. Sind es deine neuen Freunde das jetzt? Sind meine ja, weil meine Alten machen sich ja über mich lustig lautstark im Internet in der Öffentlichkeit. Weißt du, es fängt ja mit so Kleinigkeiten an, so über so ein Emote, was despektierlich erstellt wurde von einem Creator, den mir jetzt gerade nicht einfallen möchte. Aus einer, ich sag mal, Reportage nennen wir sie, die schlechtesten Eltern der Welt. Wo ein Bro. Einer Person, nicht mal meines Geschlechts, in ungünstiger, ich sag mal, Kameraperspektive ausgeschnitten wurde, welches erstaunlich viral ging in den Chats meiner Freundesgruppe. Darüber wurde ich schon lauter belustigt. Aber die Frage, ob mir das passt oder nicht, wird jetzt gar nicht gestellt. So, es wird einfach gemacht. So. Ey. Finde ich auch auf der einen Seite gut, weil das zeigt auch ein bisschen Selbstständigkeit. So wirst du auch am Leben erhalten, doch. Weißt du? Das ist ja auch eine Art. Ich weiß nicht, ob mir das so in die Karten spielt, Rätsel. Das ist eine Art von mir zu dir zu sagen, in Memoriam. In freudiger Erinnerung. In freudiger Erinnerung. Ja, aber guck mal, ich komme also, aber mit dem Unterschied, dass du halt noch nicht tot bist. Das Problem, ja. Ja, aber Holz geklopft. Das Problem ist aber, dass dieser Chat genau Henke heißt. Dieser Mode heißt genau Henke. Ja. Und jedes Mal, es ist egal, welcher Chat von mir enttempelt wird, ich komme rein, schreibe Hallo und werde erschlagen mit einer Wand aus diesen Gesichtern. Und ich denke mir, Henkmann, du hast nie etwas Schlechtes getan. Womit hast du das verdient? Ist das geil? Ey, das Bild musst du auch einblenden. Nein. Also nicht, dass du den Maus, sondern. Also, das war halt. Ich habe eine Folge von den strengsten Eltern der Welt geschaut. Vor allem, dass die Hit-or-Miss-Quote ist genau eins, weil ich habe diese eine Folge angeschaut und da war dieses eine Mädchen dabei, was sich wirklich benommen hat wie. Wie die Axt im Wald. Ja, wirklich, muss man sagen. Jetzt wird's aber laut hier. Was haben wir hier? Hör mal. Wo ist das, die Küstenwache? Was sagt denn? Wo der Driss. Ist das die Küstenwache? Nee. Das ist ein Haufen Scheiße. Fahr weg jetzt hier, du. Nee, ich glaube, Küstenwache würde anders aussehen. Ja, die haben ja Blaulicht. Oh, boah, der macht richtig Welle jetzt hier. Boah. Ja, der wollte es für den Podcast ein bisschen. Boah, ist das eine Kulisse hier. Der wollte es ein bisschen Brandung geben. Da gab es halt ein Mädchen, die. Und als ihr dann ungefähr so gesagt wurde, dass sie sich, dass das Klo bei dieser Gastfamilie so funktioniert, dass man in die Wildnis kackt und sich mit einem Stein den Arsch abwischt. Mit einem Stein? Dann, ja, mit Stein haben sie den Arsch abgewischt, tatsächlich. Und und dann hat sie daraufhin so ein bisschen entgeistert geguckt und dann dachte ich, fuck, Bro, das sieht aus wie Henke. Und so ist alles entstanden. Das Schlimme ist, ich war in diesem Moment, habe ich sogar zufällig gerade ins Stream geguckt, wirklich? Was passiert ist. Ja. Und dann habe ich schon, und ich habe das Unheil kommen sehen. Aber das ist so ausartet, hätte ich nicht erwartet. Sag mal, ja. Wir haben ja wirklich das ganze Potpourri der Wassersportarten. Jetzt kommen wir hier mit dem Jetski an. Ist das geil. Bist du schon mal Jetski gefahren, Rizwan? Nee, ich würde so gerne mal. Lass uns mal Jetski fahren. Ja, aber ich schaue als hier so online, wo kann man Sachen mieten in Köln. Ich würde auch voll gerne mal mit so einem Motorboot fahren, aber es geht hier nicht. Guck mal, der hat seine Mieze da hinten drauf. Ist das geil. Ja, das ist privat, oder? Macher. Kann man sowas hier irgendwo leihen? Ich weiß, in Berlin, ja, Berlin gibt es so viele geile Sachen. Du kannst dir so ein Boot leihen mit so einem Hot Tub drauf, ein Boot mit einem Grill. Aber weißt du, was das und so, was das geht hier alles an nicht. Den Sachen ist? Hä? Dass sie in Berlin sind. Naja, aber ey, ganz ehrlich, Berlin ist nicht so scheiße, wie die Leute immer sagen. Ja, ich glaube, es ist eine Ermessensfrage, aber ich bin kein großer Berlin-Fan, das weißt du ja. Ja, aber ey, Henke, schau mal, wenn wir jetzt einfach alle, wie wir hier in Köln sind, einfach Berlin sagen, wir machen noch, wir machen... Dann hätte ich ein großes Problem. Nein, wir machen 2 Jahre Berlin, aber halt, wir sind alle in einem Bezirk. Also klar, weil wenn ja, einer... Ja, das muss. Genau, wenn einer irgendwie in Köpenick wohnt und einer wohnt irgendwie im, was auch immer, das entgegengesetzte, in... Aber Rätsel, ich kann mir keine Wohnung in Mitte leisten. Ja, dann gehen wir nicht nach Mitte. Wir können ja auch...
Wir können ja auch alle irgendwie... Wir gehen alle nach KW. Wir wohnen alle in Königshusterhausen. Das ist ja auch okay. Nein, nein, ey. Da könnten wir auch hier sitzen am Wasser. Ey, wirklich. Und da könnten wir uns eigentlich ein Grillboot mieten. Also wenn wir, pass auf, wenn die Idee wäre von unserer Bubble, wir ziehen nach KW wirklich, dann lasse ich mich vom lieben Gott mit dem Lasso holen. Das ist wirklich das, das ist die schlimmste Vorstellung, die es überhaupt in meinem Leben gibt. So schlimm? Also ey, KW ist wirklich die letzte Ecke. Ja gut, KW, aber... Nee, weißt du was, ich fände es schön, wenn wir alle nochmal vielleicht... für ein Jahr oder zwei nach Hamburg gehen. Hamburg habe ich auch auf jeden Fall meiner... Damit ich da auch bleiben kann. Ja, du willst da dich schön... Ja, ich würde da eh bleiben. Ich würde also meine letzte Station wird Hamburg sein. Und weiter plane ich auch nicht. Weil ich glaube, weiter, das ist auch zu optimistisch dann wieder. Ja, bei mir wird es auf jeden Fall auch... wieder in irgendwo rund in den Süden gehen. Ich glaube, das ist auch geil, weil jeder geht in seine Ecke irgendwann zurück. Das ist auch der Lauf der Zeit. Ey, Mann, also ich weiß nicht. Wir genießen jetzt? Was? Wir genießen jetzt die Zeit? Ja, genau. Und eines Tages wird es passieren, dass Köln-Bubble sich auseinander... Aber ich glaube, wir werden alle immer so ein bisschen connected bleiben. Ja, natürlich. Ich meine, waren wir doch davor auch. Dann labert mal im Discord eben. Mal oder schreibt mal auf WhatsApp ein bisschen Update. Ich meine, klar, das Leben verändert sich krass. Wir haben uns kennengelernt, da waren wir irgendwie am Studieren und hatten keine Freundin oder doch oder wie auch immer. Hatten jeden Abend Zeit, 8 Stunden lang im Discord zu hängen. Mhm. Hatten keine Verpflichtungen, gar nichts. Man konnte um 6 Uhr pennen gehen, es hat keinen gejuckt und so. Ja. Und jetzt ist das Leben schon wieder ein bisschen anders geworden und in ein paar Jahren werden die ersten vielleicht Kinder haben und sowas. Klar, da hast du dann, die Zeiten ändern sich, wie du... Wer wird als erstes von unserer Truppe Kinder haben? Wow. Du bringst jetzt Take, ich bring Take. Warte, ja, da muss ich mal ganz kurz alle Leute durchüberlegen. Als erstes Kinder. Es ist Kinder. Aber jetzt nur von so Creator-Leuten, ne? Ja, von unserem Creator-Freundeskreis. Okay. Boah, krass. Live von Nova. Niklas aus Versehen. Ich einfach nur, weil ich... Hat er ja schon. Ich wünsche es mir, weil ich es einfach nur arschwitzig finde. Mhm. Aber ich glaube auch nicht. Nee, also... Ich glaube auch live von Nova. Also witzig für jetzt uns, aber für das Kind wäre es nicht so cool, glaube ich. Weißt du, was mich nervt? Dass die Kinder von Live und Nova halt wirklich schöne Menschen werden, ne? Aber warum nervt dich das? Die sind Gottes gesegnet und ich bin's nicht. Aber es ist ja immer so ein bisschen ein Gamble, weil manchmal sieht man auch von so zwei, und ohne jetzt Leuten zu nahe treten zu wollen, von sehr, sehr hässlichen Menschen, sieht man das Kind und denkt, also... Wie konnte das passieren? Ja, also ich gucke jetzt nicht ein Kind an und sage, das ist hübsch, aber ihr versteht schon. Rein, ich glaube, die Töchter von Sylvester Stallone sind hübsch. Ja, und Sylvester Stallone sieht aus wie ein Autounfall. Ja. Oh, ich weiß nicht, wie seine Frau aussieht. Vielleicht carried die Frau rein. Also man muss ja sagen, Sylvester Stallone, Sly hin oder her. Ich meine, ich war ja auch gute Kontakt mit ihm damals noch in Muscle Beach, wenn wir mit Arnie und Sly da wieder unterwegs waren. Stimmt, ja. Und dann, aber der sah immer ordentlich zerhauen aus. Weil, also ich meine, glaub, die haben bei Rocky nicht nur geschauspielert, so wie er aussieht. Meine Theorie ist, dass es ein Stück weit, dass manchmal ergibt halt Minus und Minus auch Plus. Ja, und manchmal ergibt Plus und Plus, und da unterscheidet sich meine Theorie von der geläufigen Mathematik, manchmal ergibt Plus und Plus, aber auch Minus. Da hat der Levi J. vielleicht mal einen guten Tag gehabt. Ja, wenn du zwei sehr hübsche Menschen hast, und ich hoffe nicht, dass es bei Live und Nova so ist. Da kommt ein Rothaariger raus. Aber vielleicht. Da kann halt sein, da kommt halt dann so ein, ja, da kommt halt dann rote so ein, Haare, ich hätte, wollte jetzt irgendwelche Namen nennen. Nein. Das Kind wird gesund und wunderschön sein. Ja. Alles Gute euch beiden. Alles Gute. Die sind noch nicht mal schwanger. Und wohlhabend. Und wohlhabend, auch sehr, sehr wohlhabend. Ja. Und sehr behütet wird es aufwachsen. Nee, ich finde aber, guck mal, ich muss sagen, bei Live und Nova, da haben sich zwei gefunden, was ich komplett sehe. Weil das ist einfach ein mausiges Duo, finde ich. Ja. Die finde ich super. Doch, das stimmt. Aber mich nervt Live. Weil er zu gut aussieht er wieder. Er sieht zu gut aus und ist auch noch hoch. Hey, das scheint ein Thema zu sein. Ja, vielleicht solltest du daran ein bisschen... Nee, ich finde es einfach unfair, wie manche Leute auf die Welt kommen. Ja, aber schau mal, die Theorie ist doch immer, und ich würde sagen, die hat sich bis jetzt immer bestätigt so in meinem Leben, die Theorie ist doch immer, dass jeder Mensch hat 100 Skillpunkte. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und man kann die halt, oder leider darf man es nicht selber... Mein Life hatte 150. Meinst du? Ja. Der hat ein paar extra Coins. Ja. Das war so... Sixpack sieht gut aus, Medizinstudium so gut wie fertig. Ja klar, das ist natürlich... Das ist doch scheiße. Das ist scheiße natürlich jetzt für dich. Das ist doch scheiße für uns.
Ich weiß nicht, Bro. Ich glaube, das ist eher so ein Thema bei dir. Das ist scheiße für mich. So, dass du so, dass du da, vielleicht solltest du noch mal irgendwie ein bisschen mit jemandem drüber auch, reden dann, oder so. Dann ist da auch noch seine 1,87 groß, ist doch alles scheiße. Aber schau mal, Henke, du kannst dafür vielleicht super gut kochen, was er gar nicht kann. Oder du kannst vielleicht super gut einen Podcast machen. Und so. Weißt du, wie ich meine? So. Da ein bisschen reden. Du kannst, ja, vielleicht, du kannst vielleicht super gut. Vielleicht hast du auch Talente. Witz. Ich hab Witz. Ja, eine gewisse Witzigkeit bringst du doch mit. Ja, ja. Das ist, ich finde, um es kurz mal ernst zu werden. Ja. Ich finde, es ist, wenn man da mal drüber nachdenkt, wirklich, denkt mal da wirklich drüber nach. Es ist irgendwie eine richtig traurige Erkenntnis, dass es richtig viele Menschen gibt, die ihr ganzes Leben lang verbringen auf der Welt, irgendwann sterben, ohne sozusagen ihr Talent entdeckt zu haben. Meine Theorie ist, jeder hat ein Talent. Ja. Aber was ist, wenn es dein Talent halt sowas ist, wie zum Beispiel ein Instrument zu spielen, ne? Und du hattest aber, sagen wir mal, das wäre wirklich ein begnadeter Pianist. Und du hast begnadet. Er hatte nie den Zugang. Aber er hatte halt einfach nie Musikunterricht. Klar, er hört gern Musik und so, aber der wird ja jetzt nie auf die Idee kommen, das jetzt vielleicht zu machen oder so. Das kann passieren. Und dann stirbt der Mensch und hat das nie entdeckt und hat vielleicht saß er da und dachte so, Mann, alle können so Sachen so gut, was ist mein Talent? Ja, Bro, das ist da, nur du hast es halt noch nicht entdeckt. Weil, und das macht mich manchmal traurig. Hast du sowas, wo du sagst, es ist ein verstecktes Talent, was ich nie gefördert habe? Also, nein, dann wirst also. Also gibt, aber gibt's sowas? Was, wo du sagst, so. Bei mir jetzt. Im Nachhinein hätte ich als Kind dann nochmal früher angesetzt. Oh. Pass auf, Take. Ja. Ich glaube, was bei mir wäre. Schwierig. Schwimmen. Oh, ja, meinst du? Ich bin der Meinung, ich wäre immer ein guter Schwimmer. Okay. Ich wäre immer ein guter Schwimmer. Aber wie definiert aber man das muss, jetzt? Weil als Kind konnte doch jeder gut. Also so. Seepferdchen. Nee, aber pass auf, ich hatte einen Sandkastenkumpel und der war immer sehr kompetitiv. Also der musste sich immer mit mir irgendwie, der musste immer einen Vergleich, der wollte sich immer vergleichen. Aber ganz im Gegensatz zu dir eigentlich, oder? Ich bin ja überhaupt kein kompetitiver Mensch, überhaupt nicht. So. Und es gab eine Sache, wo mir war es immer egal, ich habe mir auch nie Mühe gegeben, aber es gab eine Sache, da habe ich den jedes Mal gefickt. Nee, es gab zwei Sachen, da habe ich den immer gefickt. Fußball, ja. Aber Fußball wusste ich, da war ich nie der Talentierteste. Ja. Und Schwimmen. Und Schwimmen hat ihn gewurmt. In Schwimmen war ich deutlich krasser als er. Crazy. Ich war immer schneller. Wie alt wart ihr da? Oh, 14, 15. Ah, okay. Und ich war auch nicht unbedingt in der Form, dass, also er war deutlich, deutlich schlanker, deutlich trainierter als ich. Und ich war nie krass so in der Form. Also ich war eigentlich ein sportliches Kind. So. Irgendwann ist dann dieser Umschlag gekommen mit Pubertät und allem. Aber ich habe ihn trotzdem in einer, ich sag mal, körperlich unvorteilhafteren Verfassung als er, habe ich ihn trotzdem abgezogen, was Schwimmen angeht. Aber ganz normal so, wer schwimmt die Bahn am schnellsten oder was? Ja. Krass. Habe ich den auseinandergenommen. Und ich glaube, hätte ich das mehr, das wäre ein Ding, was ich vielleicht hätte mehr. Aber das ist doch noch nicht zu spät. Also klar, du wirst jetzt nicht mehr in die Olympiamannschaft reingehen wahrscheinlich, aber du könntest doch jetzt... Aber ich denke mir, vielleicht ist an mir der nächste, also der deutsche Michael Phelps verloren gegangen. Das kann natürlich sein, aber dann würde ich würde an deiner Stelle dann trotzdem jetzt sagen, weißt du was, ich gehe jetzt mal ins Schwimmbad, ja, hier irgendwo in Köln und mach mal irgendwie mit Apple Watch oder so, stopp ich mal die Zeit und gehe einfach nochmal diesem Talent nach, bin einmal die Woche dort und guck einfach mal, was sind so meine Zeiten. Und du nimmst das quasi wie als einen Gymtag, ja, aber wenn du diese Wasseraffinität hast und da vom Schwimmen her irgendwie eine Begabung hast, Digga, dann mach das doch weiter. Du, weil ich glaube, das ist mir auch ein bisschen in die Wiege gelegt von meiner Mutter aus. Schwimmt die auch gut? Ja, meine Mutter war, hat so, also wirklich im Verein, ist Verein geschwommen, also wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe vielleicht. Nee, ich meine ja. Die war auf jeden Fall immer großer Schwimmfan. Die ist immer gerne geschwommen. Okay. So. Ich finde, tut sie immer noch, sie lebt noch. Alles gut. Okay, also liebe Grüße. Ich meine, die war Schwimmer, weil DDR war, also sie kommt ja aus der ehemaligen DDR. Ah, okay. Und da war, Schwimmen war richtig Volkssport. Also so Wettkampfschwimmen. Ich meine, die war da voll mit drin. Muss ich nochmal fragen. Finde ich aber, letztens hat mir das auch irgendjemand erzählt. Boah, wer war denn das? Auch irgendjemand so von unseren Leuten oder so vom erweiterten Bekanntenkreis, da meinte auch letztens, ich habe richtig früher, ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber es gibt so Leute, die sagen, ich habe früher richtig so auch Wettkampfschwimmen und so gemacht. Und ich finde, das ist immer cool, wenn Leute mir das erzählen. Ultra geil. Das ist ein cooler Sport, irgendwie, den man so als Kind gemacht hat. Aber pass auf, ich stelle dir jetzt eine Frage. Ja.
Was war der erste Sport, den ich als Kind ausgeführt habe? Ich gebe dir einen Tipp. Ich war, als ich den gemacht habe, 4 Jahre alt. 3, 4 Jahre alt circa. Ich glaube, mit 4 habe ich den. Der erste Sport, den du gemacht hast? Ja. Der ist Vereinssport. Das wahrscheinlich ist irgendwas Absurdes, wenn du so fragst. Ich glaube, was womit du nicht rechnen würdest unbedingt. Okay. Boah, ich überlege mal, wenn ich mir jetzt dir vorstelle, Turnen. Nein. Also Turnen habe ich auch als Kind gemacht. Ja. Kinderturnen. Das hat irgendwie jeder gemacht, gell? Ja, ich glaube, ja. Was ist das für eine Scheiße? Ja, das hat auch nie Bock gemacht, Bro. Das ist so eine so Nachmittags-Kita-mäßig oder so Hort-mäßig. Boah, aber so Kinder abgeben so und nochmal kurz. Weißt du, was es bei uns hieß? Bubenturnen. Bubenturnen. Das kam mir gerade wieder rein, Bro. Ich war im verfickten aber ich glaube, ich war nur so 3, 4 Mal. Dann haben meine Eltern gecheckt, ey, das ist der. Weißt du, wie man Bundesjugendspiele früher in der DDR genannt hat? Wie? Spartakiade. Oh mein Gott. Geisteskrank. Von Spartanern mäßig. So war das abgeleitet. Naja, aber guck mal, es gibt ja, ich glaube, wenn es so kompetitive Sportvereine geht, dann hast du auch viele so aus dem Ostblock, die mit Spartak oder Sparta anfangen. Es gibt zum Beispiel, war Spartak Moskau? Ich glaube, es gibt Spartak Moskau und es gibt auch Sparta Prag. Aber vielleicht heißt das was anderes, aber. Ja, ich weiß. Weil ist das gar nicht von diesem Sparta-Ding? Ich glaube, es ist Wettkampf. Ich glaube, Sparta hat irgendwas mit Wettkampf. Ah, okay. So, oder? Spartakiade, krass. Spartakiade, ja. Das klingt auf jeden Fall cooler als Bundesjugendspiele. Bundesjugendspiele, ist ja auch gerade. Vor allem, es wurde nie was gespielt, Bro. Das war einfach nur Scheiße. Ja, ist aber auch gerade ein heiß diskutiertes Thema, ne? Wegen? Bundesjugendspiele. Ich glaube, es geht um Abschaffung und sowas. Also ich meine, hat das irgendjemand... Oder nicht verpflichtete Teilnahme. Hat das actually irgendjemand enjoyed? Also ja, die halt fit waren, ne? Ja, aber die fit waren... Shorty hat sich gerade übrigens gemeldet. Aber warst du fit oder was, Shorty? Hast du richtig gern das gemacht? Ja, aber selbst wenn du fit warst, war das doch einfach so... Ja, jetzt müssen wir da rau... Oder hat man sich gefreut, dass man keine Schule hatte an dem Tag? War das so ein Ding? Du warst kompetitiv, wolltest die anderen fertig. Aber das kann man doch auch im normalen Sportunterricht, so I guess. Ja, gut, okay. Aber ich meine mal, 70%, glaube ich, aller Menschen hat das nicht so richtig gebockt. Und ich war auf jeden Fall in diesen 70% drin. Ich habe wirklich da mein Bare-Minimum abgeliefert, Alter. Das war so eine Scheiße. Mein Problem war, ich mochte eigentlich immer so Leichtathletik sehr gerne, war aber wirklich nicht talentiert, was das angeht. Ich war immer nur so solid. Ich war nur grundsolides Mittelfeld. Das geht ja noch. Für so Schule reicht das doch. Ja, ist okay. Es hat aber nie für die Ehrenurkunde gereicht. Ey, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie so einen Talent habe, was ich hätte weiter fördern können. Ich glaube, ich hätte irgendwie versuchen sollen, jetzt so im Nachhinein, hätte irgendwie versuchen sollen, nach dem Abi nicht komplett mit meinem Saxophon aufzuhören, ja, sondern irgendwie vielleicht zu versuchen, ob es eine Uni-Band gibt oder irgendwas, dass man da weitermacht. Weil das ist eine Sache, die nervt mich, weil ich habe das 15 Jahre lang halt auch schon sehr als Kind, also ich weiß nicht, wie effektiv das ist, aber ich habe schon lange gelernt und jetzt ist es so... Du hast immer noch nicht erraten, was die Sportart war, die ich damals... Ach stimmt, oh mein Gott, ja, bevor ich das erzähle, dann erzähle ich da gleich weiter. Du hast drei Versuche insgesamt, einen hast du weg. Boah, fuck. Ja, okay, dann wird's... Was kann man denn als Vieriger machen? Ich hatte auch so an Tischtennis gedacht, kann ich gerade raten, ich denke laut. Ja. Aber das kann es ja nicht sein, die Platten sind ja zu hoch, also es gibt keine niedrigen Tische, glaube ich. American Football? Nein. Wäre aber geil. Wäre geil, würde ich im Nachhinein auch machen. Ja, same. Ich weiß nicht genau, wie die Position... Richtig geilen Sport. Ich weiß nicht genau, wie die Position heißt, aber ich würde voll gerne halt der machen, der die umholzt immer. Ich glaube Running Back. Was macht der? Running Back ist quasi der die Laufrouten macht. Sprich, also hast du entweder machst du ein Passplay, sprich du der Quarterback schmeißt oder der Quarterback gibt an den Running Back und der rennt und dann der flitzt einfach nur durch und du bist der Flitzer. Ja und einfach geil. Nur die Masse da so durchdrücken. Das hätte ich geil gefunden, glaube ich. Das klingt krass, ja. Weil ich bin so ein kleiner Panzer. Ja. Aber ich bin nicht schnell genug, um ein Wide Receiver zu sein. Und was macht der Wide Receiver? Wide Receiver ist der die Pässe fängt. Ah, okay. Ja. Digga, warst du nicht letztens bei Kevin in so einem NFL-Stream? Ja. Da hat mir Kevin erzählt, dass du immer Sachen gesagt hast und der Chat dann immer sagte, dass es ganz falsch war. Nein. Es waren Sachen... Guck mal, ich habe ein gewisses Laienwissen, aber ich bin schon drin. Ich bin mehr im Thema als der Durchschnitt. Mhm. Aber manche Sachen, das ist so... Man muss sagen, ich finde, es ist eine sehr komplexe Sportart.
Bei manchen Sachen bin ich auch ein bisschen durcheinander gekommen. Ich habe schon von dem Mais, habe ich schon Ahnung. Ja? Doch. Okay. Also, okay, ist auch ein bisschen übertrieben. So, weil es ist dann wieder immer so hochgekocht, wenn man so. Ich glaube, ich habe vielleicht 3-4 Sachen falsch gesagt. So. Von? Aber von. Von 5? Von 50 Takes oder so. Okay. So, okay, also, okay. Es war jetzt nicht so schlimm. Da war schon ein bisschen unangenehm dann mal. Ja? Aber dann hast du dich nochmal schön recovered mit dem Chat. Ja, weißt du, ich habe dann. Ich habe die letzte Season auch nicht großartig verfolgt, weil die Cardinals mein Lieblingsteam ordentlich reingeschissen haben. So, aber und ich auch arbeiten musste. Dazu willst du ja mal am Sonntag. Aber die Uhrzeiten sind voll human, gell? Ja, jetzt irgendwie kommen sie mir humaner vor, als sie noch weil als sie doch bei ProSieben waren. Bei euch war das ja 2 Uhr nachts, aber dann, also ich meinte so, ey, das kann doch keiner gucken, aber Kevin meinte dann, ey, das ist auch manchmal so 19 Uhr, 22 Uhr. Also Sonntag ja zum Beispiel war ich im RTL-Studio, weil Lane, liebe Grüße, der Social Media für RTL Sport macht. Ja. Der hat den Stream auch geguckt und so. Und Kevin war ja schon da, weil er auch eine Kooperation mit RTL hat gerade. Mhm. Für NFL-Kampagne und so. Und dann hat er unseren Stream da gesehen und hat gesagt, ey, wenn du Lust hast, kannst du das auch angucken. Witzigerweise ist mein Cousin ja auch in der Sportredaktion und die kennen sich auch. Von RTL? Ja, ja. Mein Cousin ist in der Fußballsparte. Der Klüngel wieder hier in Köln. Ja, ja, es wurde richtig abgeklüngelt. Okay, also, da haben wir das Studio angeguckt. War sehr, sehr interessant mal zu sehen. Digga, ich hab das Bild ja gesehen, wo du da saßt. Ja, genau. Das wäre Photoshop gewesen. Ja, mir sind auch Buschi und so über den Weg gelaufen. Das ist ja krass. Frank Buschmann einfach. Heißt Frank Buschi, ich bin ein Riesenfan? Nee, ich hab auch nicht großartig mit ihm geredet. Hast du oft korrekt gemacht. Der war so, hallo, Mensch, wie geht's und tschüss. So. Ja, okay. Aber der hat auch seinen Kram da zu tun. Ja, gut, ne? Der Schmieso, der war aber sehr nett. Schmidt Sommerfeld. Aber was der macht der? Der ist auch Kommentator. Ah, okay. Das ist so ein bisschen so Schützling vom Buschmann. Ah, so, waren auch zusammen bei Sky und so. Also der hat einen kultigen Eindruck gemacht. Den Izuma habe ich nicht gesehen. Ich habe sehr interessant Sebastian Vollmer getroffen. Und Sebastian Vollmer ist also Deutscher, ja, yeah. Aber ein zweimaliger Super Bowl Gewinner. Oh! Und da habe ich auch die Ringe gesehen. Ich glaube, den Brie haben wir, als wir in L.A. waren, versucht, für einen Podcast zu ergattern. Kann das sein? Spielt er noch gerade? Nee, ist er noch drüben? Also kann sein, aber wird eher Jacob Johnson wahrscheinlich gewesen sein. Boah, ich weiß nicht, leider so schlecht den Namen. Stuttgarter Junge, der für die Las Vegas Raiders spielt. Ja, das kann sein. Aber ich glaube, zu der Zeit, wo ihr da wart, meine ich, dass das Raiders in L.A. gespielt haben. Also es war jetzt auch nicht so konkret, es war eher so, ey, es gibt diesen einen Deutschen, der spielt in der NFL, lass mal, vielleicht können wir da irgendwas machen, so auf ja, den. Also aber als ihr da wart, da hat Vollmer schon nicht mehr gespielt. Ah, ja, okay. Der gehörte zu dieser, zur jüngsten Patriots-Ära, wo die da einen Super Bowl nach dem anderen geholt haben. Also er hat 2 Super Bowls für die New York Patriots geholt. Das ist so verrückt immer so, wenn Deutsche irgendwie New England entweder NBA oder so NFL oder sowas spielen. Ja. Das ist, hat immer so den Vibe, wie wenn man von so einem Dorf kommt mit so 10 Einwohnern und einer schafft es irgendwie an die Uni und wird Arzt. Aber ist ja auch so. Oder sagt so. Man, der Peter, ja der ist in der großen Stadt jetzt. Es sind ja wirklich nicht viele. Wobei, ich glaube, in der NBA hat man gerade relativ viele Deutsche. Ich glaube, es sind 5 Deutsche in der NBA. Und das ist schon viel, ne? Daniel Theis, Wagner, also die Wagner-Brüder, dann Schröder, es gab noch einen, aber der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Jetzt warte ab die Kommentare wieder, Henke. Ja, aber NBA bin ich auch, NBA bin ich wirklich nicht drin. Aber Schröder, beispielsweise jetzt gestern passiert, deutsche Basketball-Nationalmannschaft Weltmeister geworden. Stimmt, habe ich mitbekommen. Liebe Grüße also über Twitter irgendwie nur Dennis bekommen. Dennis Schröder, Turnier-MVP, auch krass. Muss sagen, aber ich habe so wenig Zugang zu Basketball. Aber es ist ein sehr ästhetischer Sport. Ich mag es eigentlich auch, Mann. Das ist einfach ist cool. Ich glaube, ich könnte mich da auch voll reinfuchsen und voll Fan werden. Aber es hat immer so ein gewisses. Es braucht immer einen Zeitinvest, um wirklich Spaß dran zu haben, das auch zu schauen. Ja, ist auch so. Und die bräuchten für die NBA oder für deutsches Basketball, keine Ahnung, die bräuchten sowas wie diese Formel 1-Doku auf Netflix, aber halt für Basketball. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich dachte immer, die Formel 1-Doku wäre die einzige. Ich habe es aber letztens gehört, dass sie das, glaube ich, auch über Golf gemacht oder über irgendeine andere Sportart auch gemacht haben. Ja, also es gibt American Football, Fußball gibt es All or Nothing. Es gibt, also das ist wirklich einfach der Way to go und das war so ein Geniestreich von der Formel 1, diese Serie zu starten, weil daraufhin war ich wirklich halt auch, dass ich die nächste Season so mir ein bisschen reingezogen habe und gecheckt habe und Fan auf einmal war. Ich habe es auch viel aus dem Umfeld mitbekommen, die dann angefangen haben, Formel 1 zu gucken. Formel 1 ist auch cool. Man checkt das, wenn man es nicht kennt, checkt man es nicht, aber es ist wirklich funny und gut.
Ja. Okay, weil ich musste noch erraten, was die Sportart ist. Ja, musst du noch erraten. Es ist sehr, sehr schwer. Es kann ja wirklich alles möglich sein. Das war ein Versuch. Ich sag jetzt einfach mal Feldhockey. Finde ich, glaube ich, auch geil, aber es war tatsächlich Tennis. Oh. Ganz stupides Tennis. Oh, da hätte ich drauf kommen können. Ich habe tatsächlich Tennis gespielt. Das passt doch irgendwie zu dir. Ja. Und das ist auch was Kinder machen. Oh, fuck, ja, da habe ich ein L getaggt. Ich habe tatsächlich Tennis gespielt, habe dann aber aufgehört, weil ich den Trainer nicht mochte. Aber auch so einer dummen Kinder, also der war voll nett, glaube ich. Aber die Trainerin, die davor war, die mochte ich mehr. Oh, und dann kam so ein neuer Trainer und dann hast du gesagt... Überhitzt die eine Cam gerade die ganze Zeit? Ich glaube, dann müssen wir langsam mal Richtung Ende kommen, oder? Aber Akku hast du noch genug? Oh Leute, die Technik lässt nach hier. Ja, die Technik lässt nach, weil es ist ein sehr heißer Tag. Ey, ich meine, solange Totale da ist, du redest man, sonst, sieht man uns. Sonst musst du irgendwann mal halt wiederkommen. So, so machen wir Teil 2 oder was? Hast du denn noch irgendwas in deinem Buch aufgeschrieben, so, dass du mir noch irgendwas fragen willst oder so? Ich habe dir doch tatsächlich noch die Corner-Fragen. Die habe ich aber, warte mal, wo habe ich die denn hingeschrieben? Wird es gerade ein bisschen haarig da mit der Kamera? Ja. Wollen wir uns kurz warten? Wie viel Zeit hast du noch? Nach Hause? Okay. Krass, haben wir irgendwas kurz zum Drüberlegen? Eine Cap? Pausieren wir kurz. So, Kameras haben ein bisschen runtergekühlt. Jetzt drehen wir nochmal schnell das letzte Segment durch. Ja. Das großartige Cornerbuch, Rezmann. Ja! Freust du dich schon drauf? Ich habe mich so gefreut. Also, Name: Dominik Rezmann. Ja. In voller Gänze, dein echter Name auch. Es ist mein richtiger Name, ich bin hier. Spitzname: Schwein. Schwein, Rezschwein, Rezmein, Domme. Zu meinem sehr großen Missfallen. Ja. Früher in der Schulzeit hieß ich mal Atze, eine Weile lang. da erinnere ich mich gerne dran. Als ich noch mein Afro hatte. Ja. Ey, die Sirene ist übrigens bei uns, Freunde, macht euch keine Sorgen. Mein lieber Shorty, hier ist aber wieder was los in Köln. Jetzt holen sie einen ab hier, du. Jetzt holen sie Shorty ab, du. Ja, jetzt holen sie Shorty. Und hinter uns ist ein Schiff. Es ist die komplette Dröhnung. Ach, guck mal hier, wir haben hier schön. Ach, das ist Kaffeefahrt. Guck mal, das ist Kaffeefahrt. Wollen wir winken? Hallo! Ja, guck mal! Ahoi, ahoi! Ja, guck mal, wie sie alle winken! Da ist er herrlich! Achtung, da ist ein Eisberg! Ja, guck mal, die Hütchen winken die sogar! Das ist geil! Hallo! Schön, schön, schön! Wahnsinn! Ah, herrlich, also! Ja! Ah. Rittschwein, oh, jetzt kommen die Viecher, jetzt müssen wir uns langsam beeilen hier. Ja. So nennt man dich am besten, wenn man jetzt zu dir ankommt, sich das erste Mal sieht? Reese oder Dominik? Reese oder Dominik, ich glaube, da fällt man gut. Geburtstag hast du am 4. November 1993. Ha, du Scheiße, ja. Ein echter Freund. Das stimmt. Wann habe ich Geburtstag, Rezmann? Du hast irgendwann im April. Stimmt? Ja. Hast du nicht an Hitlers Geburtstag auch? Nee, am 20. Das war Mike. Wann hast du? 11. 16. 17. Oh, nein, 11. war sehr knapp. 10. 10. Ja, genau muss ich. Wie Nova und wie Erik. Deine Mutter auch? Ja. Ach du Scheiße, schau dich mal. Welcher Jahrgang? Du? Ja. Du bist 97er. 96er. 96er. Ey, aber ich möchte kurz sagen, das hat nichts damit zu tun, dass ich ein schlechter Freund bin. Ich habe tatsächlich eine eingeschränkte Gedächtnisfähigkeit. Natürlich. Seit ein paar Jahren. Ja. Gut. Bist auch gesichtsblind. It's medical. Weißt du, so bin ich wirklich? So Diagnosen erfinden. Ehrlich? Ja, also ich kann mir keine Gesichter merken, ich kann mir keine Namen merken. Ich bin ein Wrack, möchte ich mal sagen. Mir geht's gerade. Der körperliche Verfall, da kommen wir auf einen anderen Corner mal drauf ja. zurück. Sternzeichen müsste ja Skorpion sein dann bei dir. Ja. Weil du hast 10 Tage vor meinem Bruder Geburtstag. Richtig. Wenn du jemanden. 10 Tage älter als mein Bruder. Ja, da siehst du mal, wer der richtige Baller ist von uns beiden wohl, ne? Ja. Sorry an den Bruder. Ja, genau. Das war wenn du jemanden datest, der sternzeichenaffin ist, ist es immer sehr, sehr schlecht ist gewesen. Horror, ne? Weil ich bin ein Skorpion, was schon sehr schlecht ist als Mann. Und dann bin ich auch noch November-Skorpion, was das schlechteste Sternzeichen ist, was man als Mann haben kann, laut TikTok. Faktisch dessen. Ja. Weißt du deinen Aszendenten? Ich wusste das mal alles. Ich hab auch CoStar, diese App auf dem Handy. Ist egal. Ja, ich wusste alles. Ich bin anscheinend sehr gut im Sex. Ich glaube, das ist mein Aszendent. Ja, Sex. Das habe ich mir auch gedacht. Der Sexstern. Ich glaube, du bist ein guter Lover, oder? Ja. Dominik, wenn du, einfach ja. wenn du, ich sag mal, trinkst du ja gern mal, was? Nein, das muss nicht alkoholisch sein. Ach so, ja. So hobbymäßig. Ja, ich trinke. Was ist dein Lieblingsdrink?
Also es war... Kann ja, non-alkoholisch, kann alkoholisch sein, wie du lustig verstehe, bist. Verstehe, verstehe. Es war, jahrelang war es Cola Zero. Ja, stimmt, ja. Also das muss ich fairerweise auch nennen, weil nach wie vor bin ich da gefangen, aber nicht mehr doll in der Sucht. Ja. Es ist einfach, es ist okay inzwischen. Ich habe ein neues Lieblingsgetränk gefunden, gerade für den Sommer. Das ist von, wie heißt diese Quelle? Ich habe den Namen vergessen. Das ist von so einer Marke, die machen dir, gibt es inzwischen voll viele, ja, aber die machen dir ein Zitronenwasser. Das, oh, das ist ein Sprudel mit Zitrone drin, aber jetzt nicht mit, mit Limo oder so, ja, sondern einfach purer Zitronensaft. Das, oh, hat keine Kalorien, gar nichts. Das, und wenn, geil, du das eiskalt trinkst im Sommer, ist sehr, sehr geil. Und dann habe ich entdeckt, dass es von denen auch Grapefruit gibt. Also so noch ein bisschen aufsäuerlich. Ist das aber still? Nee, ist mit Sprudel. Okay. Ist mit Sprudel. Und dass es von denen auch rote Mandarine gibt. Und das habe ich den ganzen Sommer über gesoffen. Probiert das mal aus, wenn ihr so wie ich auch immer Probleme, ja, habt, was Wasser zu trinken, weil ihr was mit Geschmack braucht, wenn ihr so von Softdrinks wechselt. Probiert mal diese Sachen aus. Ist es egal, gibt es ganz viele Anbieter. Nehmt, ja, euch einfach ein, was kein Zucker hat. Da muss ich wieder einblenden. Schöne Scheiße. Ja, einblenden, bitte. Das war mir richtig unangenehm. Oh, das war mir richtig unangenehm. Boah, ich bin so gut im Verdrängen. Das ist immer an sich gut, aber bei so Fragen immer schlecht. Ja. Was ist denn da? Ey, also viele Sachen sind mir oft auch bestimmt unangenehm. Ich habe... Also ich sag dir ehrlich, seitdem ich so Stuff im Internet mache, ist mir, glaube ich, nichts mehr richtig unangenehm gewesen. Fühle ich auch, dass die Hemmschwelle ist deutlich gesunken, ne? Also ich mache einfach, was ich will. Ich glaube, selbst wenn ich mir in der Bahn in die Hose scheißen würde, würde ich das, wäre es mir vielleicht so, würde ich sagen, draus als ist, ja, ist so, jetzt ist jetzt blöd, weil ich habe mir, ist es so, also ich muss halt jetzt meine Hose wechseln, ja, aber es wäre mir, glaube ich, nicht mal, das wäre mir nicht mal unangenehm. Oh, ist doch gut eigentlich, oder? Ja. Boah, was mal unangenehm war. Oh, das kann ich nicht im Internet sagen, leider, nee, Gottes. Oh, nein. Ey, das machen wir in der nächsten Corner. Das reiche ich nach. Okay, das reichen wir nach. Da überlege ich mir noch was. Dann vertagen wir das. Das vertagen wir, ja. Was hast du? Was ist jetzt richtig scheiße? Alles. Egal was. Egal was. Also, es muss nicht eine Sache sein. Nö. Kann auch Mensch sein, keine Situation sein. Mensch hätte ich genug, die ich da nehmen könnte. Aber das können wir nicht machen. Nee. Ich hasse es richtig doll, wenn ich auf meinem Balkon sitzen will, abends laut sein will und meine Nachbarn mit offenem Fenster pennen, ja, wollen und dann rumheulen, das hasse ich richtig. Ich hasse richtig doll, wenn ich mich mit jemandem treffen will. Oh, ich glaube, ich habe einen Take für dich. Und die Person kommt zu spät. Der Twist ist aber, dass ich selber auch bei anderen immer zu spät komme. Bei mir selber hasse ich es aber richtig krass. Ja. Ich hasse es, wenn Leute so unhöflich, weil das passiert, glaube ich, manchmal so ein bisschen in diesen Content-Creator-Kreisen. Ja. Ich hasse es, wenn Leute so auf so Berufe wie zum Beispiel einen Kellner oder so, so herabsehen, ja, und unhöflich sind zu diesen Leuten. Ja. Die Kameras geben schon wieder auf, oder was? Nur die, okay. Okay. Ja, dann haben wir jetzt die Totale, hilft nichts. Und was war der Take für dich, von mir? Die Kirchensteuer. Ach du Scheiße, ja. Die kam auch rein letztens. Die Kirchensteuer hasse ich auch. Also weil die. Ich wusste nicht, dass das prozentual ist, Bro. Ich dachte, das sind einfach 12 Euro im Monat für jeden. Das ist richtig scheiße. Ja, die hasse ich auch. Und ich hasse, dass die Mieten so teuer sind in Köln. Ja, ja, okay, ja, das fühle ich. Habe ich jetzt, habe ich einiges genannt. Ich glaube, das müsste genug sein. Was magst du denn richtig gerne? Ich mag Essen, sehr, ja, gerne, haben wir ja schon vorher schon gehabt. Ja. Ich mag gerne gesellige Abende und am besten verbindet man das. Ich mag's, wenn man in ein Restaurant geht, irgendwie so und sagt, ey, lass mal zusammen Abendessen gehen, dass man wirklich da stundenlang sitzt, sich unterhält, irgendwie hier nochmal einen kleinen Kaffee bestellt, hier nochmal dies, das. So, das liebe ich sogar. In einem Dorf in Italien. Zum Beispiel, aber es wäre auch okay, wenn es hier wäre. Aber sowas wäre auch mal geil. Ja. Aber am geilsten ist, wenn es Sommerabend draußen sitzen, lecker essen. Ich versuche halt, oder ich überlege mir, als ob wir das irgendwie realistisch hinkriegen, mit ein paar Leuten in Italien Urlaub mal zu machen. Boah, für ein, zwei Wochen. Das würde ich geil finden. Weißt du, kann man ja auch mit Content ein bisschen verbinden so. Voll. Das wäre so geil, das müssen wir mal irgendwie hinkriegen. Genau, ich mag Italien zum Beispiel auch, das hast du schon gesagt. Ja. Und ich mag, wenn ich es schaffe, mir pro Woche ein, zwei Tage rauszufummeln, wo ich irgendwie ein bisschen chillen kann.
um irgendwie eine Serie reinpfeifen kann oder irgendwie sowas. Weil das kommt echt manchmal zu kurz und ich habe mir jetzt gerade die letzten Tage, also wenn das rauskommt, habt ihr vielleicht gemerkt, ah, Dominik streamt auch ein bisschen weniger und so. Ja. Ich meine, ich habe trotzdem mal Sachen zu tun, jetzt drehen wir das, dann haben wir Kaffee Allmann Podcast, ja, dann habe ich Video für mich gedreht und Edeltalk. So. Also Edeltalk, man macht ja schon Sachen. Ihr geht jetzt auch bald auf Tour. Genau. In Berlin, für Berlin gibt es noch Karten. Übermorgen. Jo, morgens sind wir in Hamburg. Also wenn die Folge raus ist, morgen. Morgen. Ich glaube, das war die Kamera. Ich glaube, das ist nicht schlimm, oder? Nö, ja, das ist egal, alles gut. Ja, wenn die Folge raus ist, morgen, bin ich ja mit dabei. Richtig, dann sind wir in Hamburg, erster Auftritt. Da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das wird. Ich glaube, es wird sehr, sehr cool. Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Das mag ich zum Beispiel auch, Stuff irgendwie in der Öffentlichkeit zu machen. Was man machen. Ja, ja, allgemein mein Job irgendwie in der Öffentlichkeit, das finde ich schon ganz gut. Okay. Was ist deine Lieblingsbeleidigung? Leider Hurensohn gerade. Okay, muss ich sagen, du bist aber gut in der Quote. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt 5-mal Hurensohn. Ja, oder so. Ist nicht, eigentlich nicht so ein geiles Wort, irgendwie so ein bisschen, weil man geht so auf Mutter. Ja. Aber ich finde, Hurensohn ist schon geil. Ja, Hurensohn knackt auch schön. Ja. Ja, okay. Das würde ich machen, wenn ich kein Content Creator wäre. Boah, ich meine, ich habe ja davor meinen normalen Job gearbeitet eine Weile. Ich würde wahrscheinlich dann einfach jetzt weiterhin dort sitzen in meinem Büro und meinen IT-Job machen. Okay. Und ich glaube, ich wäre auch glücklich. Thematisieren wir in der anderen Corner noch. Ja. Das ganze Ding. Es wird nie passieren, Leute. Es wird nie der Rekord gehen. Gibt es eine Sache, die noch keiner über Rätsmann weiß? Boah, das habe ich schon letztes Mal gehört, diese Frage. Ich habe darauf keine Antwort gefunden. Bestimmt gibt es da irgendwas, aber ich... Boah, was... Hast du vielleicht eine Idee? Eine Sache, die du jetzt über mich wüsstest, wo du aber denkst, das ist nicht so public? Ich finde das so schwer, das zu beantworten. Ich glaube, eine Sache, die keiner von mir weiß... Nee, ich glaube, du hast sehr viele schon erzählt. Ja, man hat halt echt alles erzählt, Alter, ne? Man hat schon viel verbraten. Aber es klingt, glaube ich, auch jetzt, ich glaube, es ist jetzt gerade bei dir eine undankbare, oder bei, ich sag mal, Leuten wie dir eine undankbare Frage, die selber einen Podcast haben. Ja, also es gibt bestimmt irgendwas, aber ich, also entweder kann ich, also ich habe gerade Sachen im Kopf, aber es gibt halt Sachen, die kannst du einfach nicht erzählen, wegen so Familie, Privatsphäre und so. Und ich glaube, alles andere wurde schon für eine Story verwertet, Alter. Dann müssen wir neue Storys irgendwann mal schaffen. Also keine Ahnung, ich meine, so meine Unfähigkeit in Mathe, also ich habe ja wirklich mein Mathe-Abi, das ist vielleicht, keine Ahnung, habe ich schon erzählt, aber vielleicht wissen es nicht viele, ich habe mein Mathe-Abi mit 0 oder einem Punkt abgegeben. Ach du Scheiße. Ja, weil ich habe da wirklich losgelassen. Ja. Aber das Ding ist, ich war in Mathe schon ab der Grundschule schlecht. Ja, same. Wo ich glaube ich, und ich weiß auch, dass ich schon in der Grundschule mich auf dem Klo, ich meinte, ich muss mal aufs Klo, auf dem Klo versteckt habe und gewartet habe, bis die Hausaufgabenbesprechung durch war. Aber irgendwann ist das auch aufgeflogen. Ah. Also, hast du es zu häufig gemacht? Ja, im Nachhinein gesehen schon interessant. Ich glaube, mein Gehirn hat da einfach falsch funktioniert. Ja. Nicht so wie die Mainstream-Schule das so wollte. Mhm. Und man hätte, ich glaube, wenn ich das bei meinem Kind jetzt bemerke, dass es so die gleichen Struggles hat, würde ich versuchen, halt mit einem Nachhilfelehrer oder irgendwie auf eine andere Art direkt ranzugehen, weil wenn es, weißt du so, jeder kann ja irgendwie alles checken zumindest. Mhm. Also es kann nicht jeder Mathe-Professor werden, Bro. Aber sind wir mal ehrlich, Mathe in der Grundschule, das kann man schon schaffen. Ja, voll. Ja? Das war auch noch fein bei mir, glaube ich. Aber Mathe musste ich arsch viel lernen für. Ja, und ich habe war auch ein faules Schwein, aber gerade für Mathe habe ich mich am schwersten getan. Genau. Ich hatte auch Förder damals in der Grundschule. Ah, krass. Ja, Gott, ich bin mir so sicher, dass es einen Alternativansatz gibt, weil Mathe, das ist ja so das typische Thema, wo die meisten Leute Probleme haben damit. Und ich glaube, dass man, wenn man ein bisschen, vielleicht gibt es das auch schon, wenn man da ein bisschen psychologisch rangeht an die Sache, ich glaube, man könnte einen Alternativansatz finden, um diesen Leuten Mathe auch zu erklären, auf eine Art, dass sie es checken. Weil wenn du es einmal gecheckt hast, checkst ja alles du alles so, mehr ist oder ja weniger. Immer so ein Logikding sein. Genau, weißt Kevin du? Meint ja immer, das ist total logisch. Ist genau, genau. Und diese Logik, die muss man halt einmal checken. Aber so wie die es uns gesagt haben, hat es für uns nie Sinn gemacht. Nee. Es war immer eine Quälerei. Ja. Es war so, okay, jetzt ist halt das Thema gerade allgemein. Und hat man versucht, das auswendig zu lernen. Ja, wenn das kommt, dann muss ich das machen. Ne? Ja. Deswegen, fick Mathe, Bro. Ja, scheiß auf Mathe. Wegen auf Mathe sei gescheißen. Ja. Hast du einen Song gerade, einen Lieblingssong? Ja, also das ist so ein Mainstream-Bitch-Ding. Aber von The Weeknd Popular. Oh, schön. Also das ist ein richtig geiler Song.
Ja, okay. Einfach ein geiler Song so fürs Autofahren oder so, mach ich mir mal an gerade. Den bringen wir mit rein. Geil. Rezwan, dann klappe ich demonstrativ zu, reiche meine Hand rüber für den finalen Handschlag. Wow. Ich bedanke mich vielmals, dass du mit dabei warst. War sehr, sehr schön mit dir. Ich bedanke mich selbst auch nochmal. Freunde, wenn ihr die Corner hören wollt, gibt es überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Wir sind hier auch natürlich als Videopodcast mit am Start. Mit wir meine ich meinen fantastischen Assistenten Shorty. Den temporären Gast, der gerade mal neben mir sitzt. Hallo. Und mich. Ja, und dann sehen wir uns zur nächsten Corner. Bis dahin, bleibt gesund, bewertet den Podcast überall, wo man ihn bewerten kann. Und dann hoffentlich bis bald zur nächsten Corner. Tschüssikowski. Ciao.